Liebe Professoren, liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, liebe Gäste, liebe Studenten, ich freue mich sehr, euch heute Abend zum 8. Vortrag der Liberal Art begrüßen zu dürfen. Und ganz besonders ich, André, den Nominierten für den Stelling Architekturpreis vom Architekturbüro Atelier Kempe Thill. André ist in Freiberg in der ehemaligen DDR geboren und hat Architektur an der TU Dresden studiert. Nach dem Gewinn des europäischen Filmwettbewerbs habt ihr 2000 euer Büro in Rotterdam gegründet und seit 2000 arbeiten sie dort eigentlich an recht weit gefassten architektonischen Projekten, angefangen mit kleineren sozialen oder Wohngebäuden und Pavillon-Gebäuden, wie beispielsweise den Pavillon für die internationale Gartenschau in Rostock oder die Leitpavillon. Das habt ihr heute im Büro mit 20 Leuten, und arbeitet international eigentlich in unterschiedlichsten Ländern. Aber ihr seid auch nicht nur praktizierende Architekten, sondern auch lehrende Architekten. Habt Lehraufträge in Arnheim, in Rotterdam, in der TU Delft, in der EPFL gehabt. Und im Moment habt ihr eine Gastprofessur an der Peter-Behrens-Schule für Architektur. Die Arbeit eines Architekten in dieser heutigen Zeit beschreibt ihr eigentlich jetzt eine Arbeit in einem Paradoxon aus der Anforderung, möglichst neutrale und flexible Räume zu erzeugen, welche gleichzeitig allerdings auch möglichst spezifischen Aufgaben gerecht werden müssen und möglichst einzigartige Sprache sprechen müssen. Aber genau in diesem Paradoxon hält für euch die Architektur die Aufgabe, die versteckte Vitalität herauszuarbeiten. Und bevor ich jetzt mein Mikrofon an dich weitergebe, freue ich mich erstmal herzlich, dass du hier bist. Ich freue mich darauf, von dir heute Abend zu sehen, wo diese versteckten Potenziale sind. Und mir bleibt natürlich noch zu danken, ganz besonders unseren Sponsoren und der Fakultät, dem Dekanat, der Fachschaft für die Architekturwahl, der Schulstiftung, der LBW-Stiftung, der Architektenkammer Baden-Württemberg und Back to Works. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Okay, also das Thema ist ja, was hält uns an? Wie kommt das, also wie kann man die Liebe zur Architektur bewahren? Eigentlich eine sehr spezielle Idee für einen Vortrag. Dazu habe ich noch speziell ein bisschen was vorbereitet, um vielleicht auch die andere Seite der Architektur zu zeigen, die ökonomische Seite, um zu zeigen, vielleicht um zu verdeutlichen, wie viel Liebe man eigentlich braucht, um das alles auszuhalten, was einem so zugemutet wird in der Architektur. Ja, einleitende Sachen in unserem Büro in Rotterdam, also wir sind eine Flanellenfabrik, haben da so eine Industriehalle und sitzen gerade an einem langen Tisch, was für uns eigentlich eine sehr gute Arbeitsbedingung ist. Also mögen wir es eigentlich sehr, haben auch Open Space Office, was auch als Referenz immer dient für bestimmte öffentliche Gebäude, die wir haben für alle Arten von Gebäuden, eine generelle Idee von Architektur, was eigentlich gemacht wird. Universal Space, der extrem flexibel ist. Das Büro gegründet wurde ja schon gesagt von Maximilian 2000. Resultat eigentlich von, oder die Bürogründung ist eigentlich das Resultat vom Gewinn von Open 5. Aber Oliver und ich, wir kennen uns schon ganz lange. Also wir haben in Dresden zusammen studiert und sind dann zusammen nach Holland emigriert. Kommen, ja, wie das schon gesagt wurde, aus der DDR. Was natürlich auch eine extrem andere Prägung ist. Also wir hatten dann letztendlich auch keine Lust, in Deutschland zu bleiben, nachdem das Studium beendet war, 96. Und hatten im Studium schon im Ausland als Studenten gewohnt und Studium betrieben und wollten dann eigentlich, hat überlegt, Berlin ist eigentlich das Einzige, was uns aushält. Ansonsten war es eigentlich nichts für uns, Dresden sowieso nicht. Und dann ja, sind wir eigentlich nach Holland emigriert, weil wir noch ein paar Leute haben. Was aber dennoch wichtig ist für diese ganze DDR ist, das ist für euch heute in der Junggeneration natürlich lange Geschichte, das ist immer noch relativ präsent, ist eigentlich, dass es also bestimmte Prägungen gab, die ganz entscheidend waren. Und auch wenn man da eine kritische Einstellung dazu hatte, die wir natürlich auch hatten in der Zeit, die doch sehr geprägt haben. Also eine extrem dominante Ideologie, die eigentlich sozusagen so eine Art Zukunft vorausgesagt hat, wo alles irgendwie schön ist und alles sicher ist und so weiter. Aber auch eine Realität, wo man sozusagen sich solche Postkarten schickt. Also das war eine Postkarte aus der DDR. Man sieht da zwei identische Gebäude drin im Plattenbau. Also da hat man sich nicht vorgescheut, das wurde ein bisschen stolz präsentiert. Oder vielleicht war es eine Ironie des Fotografen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das waren so Bilder, die einen halt natürlich doch prägten.
Plattenbau, Vorfabrizierung, also die DDR hat ja 68 nicht gehabt, das ging ja einfach so weiter, also im Westen überall war es 68 und die Kritik an der Moderne, der DDR wurde lustig, modernistisch weiter produziert bis 89. Und wir haben dann eigentlich einen Kontext aufgesucht, wo das immer noch stattfand, nämlich in den Niederlanden. Also die Niederlande waren eigentlich eine Art Verlängerung der DDR. Da wurde nämlich bis 2008 weiter geglotzt eigentlich mit industrieller Bauweise und nicht mit Asbestisation oder zum ganzen Schnicki-Schnacki, sondern wurde einfach mal Tunnelschale und wurde sozusagen in Serienfertigung und wurde da weitergebracht. Also in gewisser Weise ist es eine Art, ja, denke ich, eine Art Intuition gewesen, nach Holland zu gehen, weil wir sozusagen die Bilder unserer Kindheit einfach weiternehmen. Also in dem Zusammenhang ist auch interessant, also es gibt ja das berühmte Buch von Wilfried Koch, Baustilkunde, mit diesen ganzen wunderbaren Handzeichnungen von dem Wilfried Koch, von allen möglichen Arten von Gebäuden aus der Geschichte. Und was von der DDR da reingekommen ist, ist nicht einfach irgendwie eine Fassade oder eine Asymmetrie oder sowas. Ein Detail steht des Plattenbaus und das wird dann benannt unter sozialistischer Städtebau. Das ist durch eine extrem spezielle Auslegung von Städtebau, ein Detail zu zeigen. Aber letztendlich hat uns das doch in gewisser Weise geprägt. Also betreibe ich auch eine Architektur, wo von Anfang an das Detail eigentlich klar sein muss. Vielleicht nicht dieses, aber letztendlich vom Geistigen her gibt es da einen gewissen Bezug. Aber Klassizismus spielt auch eine große Rolle. Also in der DDR wurde ja Schinkel ganz hoch verehrt. Da wurde ja sozusagen vereinigt für die DDR quasi. Also ja, das ganze klassizistische, rationalistische Gebäude aus dem 19. Jahrhundert oder also 18. Jahrhundert, Berlin vor allem, die haben durch für uns auch eine große Rolle gespielt und ist sehr stark geprägt. Und ja, finden wir auch nach wie vor extrem gute Architektur. Ja, dann muss ich sagen, nach dem Studium Mies entdeckt, als quasi eigentlich vielleicht der deutsche Architekt überhaupt, der auch erst im Ausland der Architekt, der wurde, werden konnte. Also, Mies hat er in Deutschland, also in Deutschland war eigentlich so die ähnliche Krankheit gehabt, wie die deutschen Architekten heute noch, dass sie das ein bisschen nachmachen, was andere so tun. Also Mies hat er in Deutschland dann auch eigentlich zum Teil so eine Art Style-Architektur gemacht. Aber inspiriert auch von den Holländern. Und als er dann im Ausland war, hat er dann sich zu so einer Art deutschen Klassizisten entwickelt. Und das ging uns eigentlich genauso. Also wir haben diese Erfahrung im Ausland. Dann, im Studium eher UMA, Kohlhaas, die ganze holländische Ecke, die nach wie vor natürlich interessant ist, aber die wir jetzt einfach bei unseren Vorproduktes, Voridee auch verstanden haben und in der Form auch selber manchmal machen würden, weil sie werden gar nicht authentisch, weil sie durch extrem inspirieren müssen. Wir hatten dann ein Diplom gemacht, 96, was uns dann eigentlich ein bisschen gezwungen hat, die Stadt zu verlassen. Wir haben dann vorgeschlagen, die geplante Autobahn A17, die war so im Süden von Dresden geplant, durch die schönen Obsthänge da, haben wir gesagt, das ist großer Quatsch, das zu machen, weil es würde eine große Peripherieentwicklung erzeugen, wie ein Speckgürtel. Man sollte doch besser diese Autobahn durch die Stadt legen, weil es gibt ganz viele Leerbrachflächen in der Stadt. Da gab es damals, sind mittlerweile noch viel zu bereit. Und da wäre es eigentlich ohne großen Abriss möglich gewesen, die ganze Autobahn durchzulegen. Und das hat dann allerlei Skandale verursacht, das ist in die Presse gekommen. Da wurden wir zerrissen von irgendwelchen Verkehrsleuten, hat aber gleichzeitig die Grünen und die CDU vereint, interessanterweise. Das ging uns damals auf, was sozusagen eine gute Idee ist. Eine gute Idee ist die sozusagen alle vereint, also auch verschiedene politische Extreme. Das hat dann sogar noch geschafft im Stadtparlament, dass es mal besprochen wurde, aber das ich gucke weiter von der Gleiche. Aber der Ingenieursbüro das Studien gemacht hat und viel Geld geflossen war, aber es war eine ganz schöne Kooperation. Wir haben dann das Büro angefangen 2000, nachdem wir 1999 Europan gewonnen hatten. Und 2004 hatten wir eine Ausstellung bei Christine Fallweis, also das ist eine Einladung von Maximilian schon erwähnt worden, diese Idee der spezifischen Neutralität, das war dann, was wir so eigentlich entdeckt haben beim Arbeiten. Also wir haben dann quasi so retroaktiv unsere eigene Arbeit reflektiert und geguckt, was ist das eigentlich. Und haben festgestellt, dass eben diese Zwang extrem spezifisch sein zu müssen, dass dann eben den Bau-Effekt halt so seinen Gipfel findet und gleichzeitig eine graue Produktion, die ganz Europa oder die ganze Welt eigentlich bezieht, die vollkommen neutral ist und gesichtslos. Dass das sozusagen, ich meine, es ist in der Geschichte schon immer so gewesen, natürlich, aber das liegt heute vor, die es noch nie gab, also Kaliber ist noch nie gab. Und es eigentlich die Aufgabe sein müsste, diese extremen sozusagen Bedingungen zum Ausgangspunkt zu nehmen und daraus eine Art synthetische Architektur zu entwickeln.
Und dann hat man 2012 eine Monographie gemacht und dann kam auf den Titel IKEA-Klassizismus, der uns dann von IKEA verboten wurde. Der aber dort dennoch, denke ich, so umschreibt, was unsere Arbeit klassifiziert, nämlich das ist irgendwie so eine Art, wir müssen uns mit den Bedingungen auseinandersetzen, die heute herrschen, nämlich dass kein Geld mehr für Architektur ist, dass es eigentlich stets unwichtiger wird, dass man cheap sein muss, dass es mit heutigen Materialien gebaut wird. Also alles so gute Produkte aus billigen Materialien, billig zusammengebaut, das ist halt IKEA, aber dass es eben doch noch sowas gibt wie vielleicht eine Art absolute Gesetzmäßigkeit der Architektur, die sich im Klassizismus vielleicht, oder in den Klassizismen, die es gab, vielleicht überzeugend manifestiert hat. Also in dem Sinne machen wir sowas, was man vielleicht so entscheidet. Ja, das hatten wir, das ist das Projekt, was wir gewonnen hatten im Europark 1999. Was dann zu einer Art Auftrag geführt hat, aber auch nicht ausgeführt wurde aufgrund der Krise. Und wir haben dann als erstes Projekt dieses Leitbuilding gebaut, wurde dann 2001 aus speziell angefertigten Bierkästen, was für uns eine große Entdeckung war, weil wir dachten, oh Gott, ein kleines Projekt, aber was auch noch. Und dann hat es einen riesen PR erzeugt, das ist wahnsinnig oft veröffentlicht worden, das hat uns viel weitergebracht, als wir eigentlich für möglich gehalten haben. Also das ist vielleicht auch ganz gut für junge Generationen, wenn man. Wenn man was richtig Knackiges macht, es wurde so rezipiert durch die Umwelt, durch die Fachwelt, dann kann man mit einem ganz kleinen Projekt auch sehr viel erzeugen. Bevor ich Projekte zeige, vielleicht, weil es um die Liebe der Art zur Architektur geht, einen kleinen Exkurs zur Ökonomie eines Architekturbüros, also sozusagen mal hinter die Kulissen zu schauen, weil man hat immer hier so eine Art Show und dann denken alle, wow, was sie alles Tolles machen und die müssen die haben Möglichkeiten, was ist das alles. Also wir als Büro haben eigentlich fast alles aus Wettbewerben generiert, was wir an Aufträgen haben. Also in den ersten Jahren oft internationale Wettbewerbe, weil wir dann auch weniger Geld zahlen mussten, sozusagen uns Leben selber ausbeuten konnten. Und insgesamt haben wir bisher an 207 Projekten gearbeitet, also in einer Bürogeschichte von 16 Jahren. Da zählen nicht jetzt Einschreibungen dazu, sondern reale Projekte, wo man minimalen Vorentwurf gezeichnet hat, im Wettbewerb oder halt im richtigen Projekt. Und davon sind es insgesamt 148 eingeladene Wettbewerbe, 21 offen internationale Wettbewerbe, das haben wir irgendwann aufgehört, weil es nicht mehr leistbar war, 32 Studien und 6 Direktaufträge. Davon für die 6 Direktaufträge 2 Pavillons lächerlicher Größe, also die jetzt mal vom Einkommen her also nicht nennenswert sind. Um dann letztendlich bei 24 gebauten Projekten rauszukommen, wodurch 18 durch Wettbewerbe und die 6 durch Direktaufträge. 1500 Einschreibungen haben wir bisher ungefähr gemacht, also ich habe es nicht genau gezählt, aber meine Sache sind es ungefähr der Größenordnung. Also man muss sich 10 Mal einschreiben, um 148 Mal eingeladen zu werden im Schnitt. Das ist jetzt ein Mix mit einer Präsentation, zum Teil die Büro mal gegeben wurde. Also wir machen ungefähr 160 Einschreibungen pro Jahr. Das heißt mehr oder weniger 1,5 pro Tag. Das bedeutet sozusagen 1 bis 2 Personen permanent nur an Einschreibungen arbeiten, was schon sozusagen 7% der Gehälter bezeichnet oder umschreibt, die wir zahlen. Das ist schon mal sozusagen 7% Reininvestition nur für die Einschreibung. Des Weiteren ist es so, wenn man die Stunden analysiert, also wir haben eine ausgiebige Analyse gemacht. Also wir haben insgesamt 36.000 Stunden gearbeitet in 2014. Und von diesen 36.000 Stunden haben wir 10.600 Stunden an Wettbewerben gearbeitet. Das sind alles bezahlte Gehaltsstunden sozusagen. Das heißt, wir haben 29% aller unserer bezahlten Gehälter, aller unserer bezahlten Stunden in Wettbewerbe gesteckt. Und dadurch, dass wir jetzt nur noch eingeladene Wettbewerbe machen, die bezahlt werden, kriegen wir dann keine Vergütung für. Aber das kommt letztendlich raus auf einen Stundensatz von knapp 10 Euro an Wettbewerb. Wenn man dann die bezahlten Projekte dazu ins Verhältnis setzt, sieht es dann so aus, zum Beispiel eine Reihe von Projekten oder die Projekte, die 2014 gerade liegen, aktiv waren. Das sind dann eben 8 Stück. Da sieht man sozusagen, was wir dann an Stundensätzen gedreht haben in diesem Projekt. Also man kann dann sehen, zum Beispiel in der Schweiz, das ist zum Beispiel gut, 91 Euro pro Stunde, das ist okay. Also das ist ein Projekt, was sozusagen ist ein Plusabwurf, wobei man sagen muss, das ist so gering vom Umfang, dass es eigentlich wiederum eigentlich fast nicht erwähnt worden ist.
Das ist ein mittelgroßes Projekt, haben wir 77 Euro pro Stunde, das ist auch ganz okay, aber ziemlich teurer Zugkosten, weil wir dann mit dem TGW fahren müssen, dass wir dann ja, Umstand da dabei kommen. Dann Projekte wie zum Beispiel diesen da, die Dreh- und Stundensatz von Ende 50 Euro, knapp 60, was sozusagen für ein kommerzielles Stück Kugel, wo wir schon zu schlecht geworden für uns aber in unserer relativ schlechten Ökonomie noch ganz okay ist eigentlich. Und dann gibt es Projekte, die sind dann schon zweifelhaft, dann ist man so bei 50 ungefähr angekommen. Und dann gibt es Projekte, die schon innerhalb dieser Logik gesponsert werden müssen, die sozusagen ja, wirklich echt schlecht drehen. Also das sind eigentlich Projekte, die kommerzielles Büro dann ja, gar nicht mehr machen wollen. Und also das sieht man sozusagen, also man muss mit den Einkommen von den Projekten, die hier so noch ganz okay sind, muss man die Projekte, die PR-mäßig wichtig sind, also irgendwelche Pavillons, so irgendwelche öffentlichen Geschichten, die muss man sponsern und man muss dann sozusagen auch die ganzen Wettbewerbe mitbezahlen. Wenn man das dann sozusagen weiter ins Verhältnis setzt, von 2005 bis 2015, ist es so, dass wir mitarbeitermäßig diese Anzahl von Mitarbeitern hatten, also stetig steigende Anzahl Mitarbeiter, von 9 bis um die 22. Und dass der Umsatz entsprechend auch mit steigen musste, sonst können wir natürlich die Mitarbeiter auch bezahlen. Das hätten wir die auch nicht nötig. Das ist hoch bis 1,2 Millionen Umsatz 2014. Und das bedeutet dann, wenn man das dann umrechnet in die Mitarbeiterzahl, also in den Umsatz pro Mitarbeiter, dass man ab 2006, ja, das kann man dann hier irgendwo sehen, sind wir dann ungefähr bei ein paar 50.000 pro Mitarbeiter angekommen. Und das ist zu wenig eigentlich. Also es kommt auch gleich noch, das ist eigentlich zu wenig. Und unsere Hoffnung war eigentlich die, dass sozusagen mit der größeren Projekt, die immer größer wird, das effizienter wird. Dass dann sozusagen auch dieser relative Umsatz pro Mitarbeiter eigentlich größer werden müsste. Das tat er aber nicht. Also er blieb gleich. Also er blieb die ganze Zeit gleich. Wo das Büro immer größer wurde, blieb er gleich. Und das ist eine ganz, im Grunde genommen, eine ziemlich verheerende Analyse, weil das bedeutet, dass sozusagen wir eigentlich nicht weiter wachsen können, weil wir dann eine Managementstruktur bräuchten, die teurer wäre, mit einem Büroleiter und so weiter. Und das können wir einfach dann nicht mit solcherlei Umsätzen uns leisten. Also wenn man das sozusagen dann vergleicht, also wirklich gut reden Büros, die haben dann 90.000 pro Mitarbeiter, also 100.000 pro Mitarbeiter. Büros, die dann echt kommerzieller sind, wie zum Beispiel Pfannenburg und Barkema, das sind unsere Nachbarn, die schmeißen dann Leute raus, die bei 75.000 pro Mitarbeiter angekommen sind. Also wenn sie sozusagen weniger Arbeit haben und ihr Umsatz pro Person sagt auf 75.000, dann schmeißen die Leute raus, unabhängig von der Arbeit, die sie sozusagen machen müssen, sondern einfach nur, um diese Umsatzzahl zu halten. Ne? Und dann kann man das eben mal ins Verhältnis setzen zu dem, was wir da so haben. Und dann ist es besonders heiter auch, also ich habe da letztens mit Kerstin Kersten gesprochen von Office und der meinte dann, ja ihr beklagt euch, aber wir machen das noch für ein Drittel. Also die haben ein Büro gleicher Größe wie wir und haben aber noch kleinere Aufträge und die müssen sozusagen dann diese 20 Leute mit noch wesentlich weniger Geld bezahlen. Also das ist dann, dürft dann auch nicht auf Belgien, die sind die Architekten ganz, ganz, ganz schlecht bezahlt. Und in Holland, da gibt es dann auch sowas wie eine gewerkschaftliche Gehaltsordnung, aber die werden wir auch nicht einhalten können mit diesen Zahlen. Aber da gibt es ja wahnsinnig Unterschiede einfach. Wenn man dann sozusagen das nochmal weiter zusammenfasst, ja, die gesamte 2014 gearbeiteten Stunden, 36.000, der Umsatz 1,2 Millionen, kommt man raus auf eine Stundenrate von 33 Euro pro Stunde. Und sozusagen eine eigentlich notwendige, wenn man sozusagen an alle möglichen gesetzlichen Vorgaben genügen will, eine notwendige Umsatzgröße, die man braucht, sind 45 Euro. Nach außen durch sozusagen abgerechnet 65 bis 110, wenn man das kriegt und wenn man das kann, wenn man überhaupt in die Gelegenheit kommt. Aber dann sind wir auch wieder, dass sozusagen wir mit 33 Euro unter dem, also selbst unter dem Minimum sind. Also was bedeutet das alles? Das bedeutet, dass sozusagen das Wasser ein bisschen kalt steht und man trotzdem guter Dinge ist, fröhlich lacht wie dieser Mann. Und auf die Motivation zu kommen, die Liebe zur Architektur, also man braucht eine ganze Menge Liebe und warum macht man das eigentlich? Also aus meiner Sicht ist es sowas wie Forscherdrang, Abenteuerlust und Ideologie. Also es ist nur sowas wie, man will was entdecken im Leben, man ist neugierig, man will was Neues finden und dieser Antrieb ist natürlich da, dass man auch was Biologisches.
ist auch so eine Art Abenteuerlust, also ein Jagdtrieb, könnte man sagen. Und Ideologie, die eigentlich davon ausgeht, dass wir es einfach besser wissen, meinen besser zu wissen und sozusagen ja, die gute Lösung verraten und das den allen beibringen wollen, die davon nicht überzeugt sind. Also eine Art Sendebewusstsein. Und um es vielleicht mit den Worten der Rolling Stones zu sagen, wir können halt nichts anderes. Also ich meine, das ist auch das, was wir am besten können. Und da ja, macht man halt das. Ne? Okay, also das vielleicht als Einleitung. Jetzt Projekte. Also ich zeige zu drei Kategorien Projekte. Einmal Projekte zu dem ganzen Umbauthema, Renovierungsthema. Zeige ich ein Projekt eigentlich, dann zu Neubau öffentliche Gebäude 1 und zu Wohnungsbau Neubau zeige ich zwei Projekte. Das sind alles recht neue Sachen, also dann zeigt man die alten langsam doch nicht mehr so. Ja, wir haben allerlei Umbauprojekte. Eins, was vor kurzem fertig wurde, ist das. Nur so einfach als Zeichen. Also wir haben Umbauprojekte in allen Kategorien eigentlich. 80er Jahre Umbau, 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert. Und das ist unglaublich spannend, ist auch unglaublich variiert. Das war ein 80er Jahre Umbau. Furchtbares Gebäude aus den 80er Jahren. Also wirklich nicht anzusehen. Ein Rathaus in Holland, das wir dann komplett verändert haben. Mit so einer, ist eigentlich eine thermische Sanierung gewesen, die oft musste, als ein Beispiel. Was ich etwas ausführlicher zeigen möchte, ist das Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft. Das ist in Belgien. Also wir haben sehr, sehr viel Arbeit in Belgien verzeichnet. Und das war eigentlich das erste Projekt in Belgien, was fertiggestellt wurde, in Wallonien. Und Projekt von 11 Millionen Euro Budget. Die deutschsprachige Gemeinschaft, ich weiß nicht, ob die allen bekannt ist hier, das ist so ein Stück, ja, Stück deutschsprachige, die abgeteilt wurden von Deutschland als Resultat des Ersten Weltkrieges. Also Frankreich hat das abgezogen, weil auch die Deutschen halt diesen Krieg angefangen hatten. Die wollten ein bisschen mehr Puffer zwischen sich und den Deutschen an dieser Stelle haben. Und dann wurden 70.000 ehemalige deutsche Belgien zugeschlagen. Die wurden dann in diesen kleinen Orten, die da so diese roten Punkte zu sehen sind. Und Hauptstadt ist Eupen, da sieht man ein Bild von Eupen. Das ist eine kleine Stadt mit 18.000 Einwohnern. Im Grunde genommen ist eine Art softes Deutschland, könnte man sagen. Es sind so angenehme Quasi-Deutsche, die eigentlich so die ganzen angenehmen Seiten der Deutschen, nämlich diese Ordentlichkeit und Glücklichkeit haben. Und das ist dann so gekreuzt mit so einem frankophilen Genießertum, mit so einem Charme und also so einem Quasi sein lassen können. Eine sehr angenehme Mentalität, eine sehr schöne Erfahrung. Und die hatten ein altes Sanatoriumsgebäude auf einem Hügel oberhalb der Stadt, welches im Ersten Weltkrieg so aussah. Also es ist auch kurz vor dem Ersten Weltkrieg fertig gewesen. Architektonisch jetzt keine Heldentat, keine besonders schöne Architektur, aber sehr prominent auf dem Hügel, wie so eine Art kleines Herrenhaus. Und das war ein Lungensanatorium, sah dann auf dem Bild so aus. Dieser Flügel links war schon abgerissen. Und ja, hat dann eben solcherlei Interieurs, solcherlei Geschichten. Und als wir das dann sozusagen, als wir den Wettbewerb gemacht hatten, sah es so aus. Es war dann zuletzt als Internat genutzt worden, war völlig heruntergekommen. Also in Belgien die öffentlichen Gebäude für Schulen vor allem, die sind sehr budgetär schlecht versorgt. Es ist zum Teil haarsträubend, was für Unterkünfte dann zum Teil unterrichtet wird. Das ist da auch eigentlich ein bisschen ein Beispiel gekommen. Und dann gab es halt diesen Wunsch, diesen Zustand zu verändern und auch den Wunsch dem Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft, also es ist halt Belgien, kennt doch meines Erachtens den höchsten Verwaltungsgrad in ganz Europa, so auch über Europa. Also diese deutschsprachige Gemeinschaft hat dann sozusagen 7 verschiedene kleine Städte und die hat dann auch ein zentrales Regionalparlament, das wir dann eben entwerfen dürfen. Also es sieht dann, dann so aus, als wir da ankamen. Und da war halt die Frage, ja, die wollten da Plenarsaal anbauen, die wollten, dass wir das Gebäude sanieren und da halt allerlei Besprechungsräume und für die ganzen politischen Fraktionen die Büroräume einbauen. Und da war halt die Frage, ja, wie kann man dieses Gebäude eigentlich erweitern, weil das ist eben so ein absolutes kleines Herrenhaus auf dem Berg. Und wir haben dann gesagt, ja, wir bauen eigentlich diesen Plenarsaal, also eine Art Sockel davor. Weil die wollen ja was Neues, das soll ja auch offensiv sein und sichtbar sein. Wir bauen das dann direkt davor, aber aufgrund der Topografie, weil das sozusagen auf diesem Hügel steht, kann man das Plenarsaal quasi wie so eine Art Sockel eigentlich davor darunter setzen. Und das war eigentlich eine ganz inspirierte Idee, die dann auch zum Gewinn des Wettbewerbs geführt hat.
Und ja, dann sozusagen diese Konstellation, die beiden Volumen mit einem Raumszenario, wie man sozusagen diesen Plenarsaal schließt, sozusagen das Aufnehmen des bestehenden Eingangs, der hier ist, mit so einem Säulenportiko, dass man reingeht, also zwei in die Ecke gehen muss, durch den Empfang, der sich dann in diesem kleinen Raum befindet, wo die Stechlinien durchgehen, dann geht man eine Treppe runter und geht dann in den Plenarsaal, dann mit einem Blick nach außen. Das sieht in den Plänen so aus, also es gibt dann halt diese Eingangsebene und dann gibt es halt diese Treppe, die dann nach unten führt. Nach unten führt hier der Plenarsaal, der mit einem großen Fenster den Blick öffnet auf diesen sehr schönen englischen Garten. Hier daneben eine große Freitreppe, die eigentlich mit dem Erdgeschoss sozusagen ja, nochmal einen Bezug hat zu Hauptteil. Dann steht sich das ja so aus, man hat diesen kleinen Plenarsaal vor dem Gebäude, schließt an den Untergeschoss. Aber warum ist dann die Aufgabe, dass es eben nicht wie ein Keller wirkt, sondern dass es halt doch noch hell ist und luftig. Und dann wird eben oberlich dann Licht reingeholt, noch in dieses Foyer, was sich vor dem Saal lagert. Und ja, verschiedene Arbeitsmodelle, wo dann die Räumlichkeit getestet wurde, wo dann Materialien getestet. Genau, dann fängt der Bau an. Und sieht man dann den Rohbau für den Plenarsaal vor dem Feldbau. Und wie das bei Umbau ist, also was den Umbau betrifft, kommt man dann allerlei Unsäglichkeiten, also trifft man auch allerlei Widerstände und Probleme. In jedem Zeitraum gab es andere Probleme eigentlich oder andere Konstruktionen, die heute nicht mehr tauglich sind. Das ist ein großes Problem heutzutage mit der Anschärfung der Normen, dass sozusagen eine gotische Kathedrale zum Beispiel nicht mehr gerechnet werden kann durch die Statik und dadurch eigentlich, wenn man die jetzt so saniert, im Grunde genommen abgerissen und neu gebaut werden müsste, was natürlich Wahnsinn ist. Also auch hier hatten wir diese Diskussion mit dem Statiker. Also das Deckensystem haben wir hier gesehen, das sind so eine Art Hohlbetonsteine, die dann jeweils mit so einer Fraunaht mit einem Eisen verbunden worden, also vergossen worden, mit einer ganz dünnen Schicht Beton. 15 cm dick, das sind dann die Decken, was ein Unrecht war, durch völliger Wahnsinn, die Statiker, dass man überhaupt das anspricht, das akzeptiert werden konnte. Die wollten auch alle Decken rausreißen. Und die haben dann gesagt, ja, wenn wir alle Decken rausreißen, haben wir kein Budget mehr, um überhaupt ordentliches Gebäude machen zu können. Und da musste man halt wirklich jede Decke verhandeln, die Flurlasten, also die Belastung genau mit denen diskutieren, welche Decke muss ersetzt werden, welche Decke könnte einfach so bestehen bleiben und welche Decke müsste verstärkt werden. Das sind wirklich Puzzlearbeit pro, also die blauen sind dann die ausgetauscht werden, die weißen sind die bleiben und die dunkelblauen sind die verstärkt wurden. Um halt das Budget, innerhalb des Budgets effizient zu arbeiten. Da sieht man dann Fotos vom Bau, das ganze Gebäude wurde dann komplett. Ja, und dann halt völlig erstmal perforiert. Es ist auch ein sehr nachhaltiges Gebäude, also was heutzutage so unter Nachhaltigkeit verstanden wird. Die Nachhaltigkeit hier bedeutete, dass man einerseits außen viel dämmen musste, wie das heute so üblich ist, und andererseits viel Haustechnik reinstecken musste. Anfänglich ging man aus von mechanischer Dämmung und Entlüftung, was dann zur Folge hat, dass ungefähr 300 Perforierungen in der bestehenden Struktur gemacht werden mussten. Also entweder Kernbohrung durch Decken oder eben horizontal durch irgendwelche Balken, was das Gebäude zu einer Art Schweizer Käse verwandelt hat. Also es wird völliger Wahnsinn, was dem Gebäude eigentlich angetan wird, zugemutet wird, um dann eine sogenannte Nachhaltigkeit zu erzeugen. So sah es vorher aus, noch mit einem Gesicht, alles ganz unschuldig, und dann im Bau ein Fenstermuster, das gerade eingebaut wurde. Bestehender Zustand des Erschließungsgangs in der Mitte mit diesen Kassettentüren, die wir dann natürlich bewahren wollten, was dann aber letztendlich auch teurer war, als sie neu zu machen. Und dann die Türen selber zumindest neu gemacht, die von der Verkleidung wurden behalten, mit einem Holzfußboden versehen. Ja, gibt dann so verschiedene Interiors und Räume, die wir dann sozusagen wieder so zurückgebracht haben, die so halt gut wirken. Das ist halt immer das beim Umbau denken, ja, sieht das selbstverständlich aus, aber das ist eigentlich gar nicht so einfach, dass das dann so selbstverständlich aussieht, weil dann eben diese ganze Lüftung, vor allem Lüftung, Haustechnik ist völliger Wahnsinn, um die ordentlich reinzubekommen in diese Art von Bestandsgebäude. Besprechungsräume, ein runder Besprechungsraum und einen runden Tisch. Im Untergeschoss noch ein Wunderraum für irgendwelche Projektionen, Kino, Vorträge und sowas.
authentische Details, viel Terrazzo, den wir dann versucht haben zu halten, der dann geschützt werden musste während des Baus. So sah es vor dem Umbau aus, also in erbarmungswürdigem Zustand, die Fassade aus zwei Fenstern zusammenkollagiert, die natürlich architektonisch in keinster Weise dem Konzept folgen. Also, wie wir gesagt haben, ja, okay, wir wollen unbedingt, dass wir das dämmen, das Gebäude, und natürlich auch so nachvollziehen, um die Stromkosten zu senken. Und dann bedeutet es aber, dass das Gebäude eigentlich verändert wird. Das Gebäude bleibt nicht das gleiche. Also, Umbau bedeutet dann auch immer, dass sozusagen eine Übersetzung des der alten Architektur, die neue Architektur geschehen muss. Also man kann nie einfach sagen, ja, das Gebäude ist, wie es ist, und ich baue es jetzt um. Das funktioniert nicht mehr. Man muss sozusagen davon ausgehen, dass das Gebäude doch transformiert. Und in dem Falle dann halt mit der Idee, dass man die Fenster flächentönig in die Putzfassade stellt oder einbaut, um dem Gebäude eine gewisse Leichtigkeit und Luftigkeit zu geben. Was dann getestet wurde mit Fenstermustern. Ornamente wurden überputzt, überdämmt. Und dann halt solcherlei Details, das ist dieser Eingangsportiko mit diesen Säulen. Wie kannst du sowas dämmen? Du willst nicht um die Säule drumherum dämmen, die Säule soll nicht dämmen, sondern es soll dann so sein, dass die Säule, dass das dann doch noch an der Stelle relativ authentisch aussieht. Und dann wurde halt ein Stück Mauerwerk rausgesägt hinter der Stütze, um dann hinter der Stütze mit der Dämmung herumzukommen. Ja, also, solche Sachen. Oder ja, wir sind das erste Mal konfrontiert worden mit traditionellen Techniken, wie zum Beispiel einem Schieferdach, was hier zu sehen ist. Das war für uns auch eine völlig neue Sache. Und so sah es dann aus nach dem Bau. Also man hat einen vorgelagerten Plenarsaal, der sich in die Wiese einschmiegt. Und die Idee war dann die, dass sozusagen der vorgelagerte Plenarsaal eigentlich ein Teil der Landschaft werden soll. Das ist kein steiniges Volumen sein soll, sondern eher ein landschaftliches Element. Dann haben wir gesagt, wir wollen eigentlich komplett begrünen. Also eine Grünfassade mit einem Gründach, dass er sozusagen wie Teil dieser Wiese wird, nur durch seine Farbigkeit etwas heraussticht und anders wird. Also es gibt dann diese Materialkombination, es gibt das Schieferdach links, es gibt diesen Putz, Glas, dann gibt es diese Fettpflanzen, die dann in solcherlei vorfabrizierten Elementen vorgezüchtet wurden in einer Firma in Deutschland in dem Fall und dann als solche eingebaut wurden mit einem Bewässerungssystem. Und eigentlich war der Wunsch, dass es immer rötlich aussieht, dass es Rötlichpflanzen sind und das Ganze den Gedanken immer so eine gewisse künstliche Note zu geben, dass es dann nur so zum Teil war. Das ändert sich immer wieder nach Himmelsrichtung, was eigentlich auch wieder unterweichert. Ändert sich nach Himmelsrichtung und nach Trockenheit der Pflanzen, ob es röter wird oder grüner wird. Das ist dann die Ausführung des Daches, Matten gelegt wurden mit derselben Bepflanzung. Also wenn es dann trocken ist, zum Beispiel sieht es eher aus, wenn es feuchter wird, werden die Pflanzen grün. Was eigentlich auch immer biologisch verständlich ist. Hier sieht man dann das Gebäude, also Neubau vor dem Altbau. Plenarsaal beleuchtet. Große 4 Meter hohe Türen als Saaltüren zum Park hin. Konstruktion des Neubaus, überhaupt der Neubau, gebaut mit Pi-Decken, in der Längsrichtung überspannt, um innen drin sozusagen stützenfrei zu sein und vor allem auch in der Fassade stützenfrei zu sein, dass die Fassade vollkommen befreit ist von konstruktiven Anforderungen. In der Saalausbau, der dann wiederum für uns eine Herausforderung war, wie können wir sozusagen einen Saal sozusagen konzipieren, der natürlich all diese Haustechnik-Anforderungen hat, also B- und Entlüftung, aber auch der sozusagen akustische Anforderungen hat und ein Saal in dem Fall ist ein Saal für Sprache. Ein Saal für Sprache muss vor allem absorbierend sein und für Absorption braucht man eine sehr perforierte Oberfläche mit Schlackenwolle, Steinwolle hinter der Perforation, die dann sozusagen für die Absorption sorgt. Und da kamen wir auf die Idee, dass man das vielleicht machen könnte aus Holzklötzchen. Also es gibt dieses Sturmholzpaket, kleine Holzklötzchen. Und da haben wir gesagt, die setzen wir einfach auf Abstand. Die kleben wir auf Abstand von 3 mm auf den Hintergrund. Und können damit eigentlich sowohl die Akustik regeln, also die Absorption im Saal, als auch die B- und Entlüftung, die dann immer durch diese Schlitze eigentlich geschehen sollte. Dass es eben keine Lüftungseinlässe und Auslässe gibt, sondern es ist alles über dieses integrierte Bauelement eigentlich gemacht. Und man kann es dann zum Beispiel sehen, wie es funktioniert im Plenarsaal in den Tischen der Abgeordneten. Also man hat dann sozusagen die Einspeisung der Lüftung von unten, also von außen Boden.
wird eingeführt in diese Hohlkonstruktion, die dann danach verkleidet wird mit diesen Stimmholzparkett-Elementen, wo dann zum Beispiel Frischluft eintritt in diesem Raum. Mit hervorragenden Handwerkern gebaut, also das ist fast ausschließlich gebaut worden mit Führung aus dieser deutschsprachigen Gemeinschaft, die also eben wirklich sehr, sehr gutes Handwerk haben. Es war ein großes Glück, mit diesen Leuten zu arbeiten. Hier mit der Tischlerfirma, die dann diese Stundenhausparkett-Elemente fabriziert hat. Ja, das ist dann der Saal sozusagen fertig war. Also hier auch wiederum, da wohne ich natürlich, dass es möglichst monolithisch ist. Also wir stellen immer eine große Monolithik der Architektur an. Also die wollten mit Holz, wir hatten in der Entwurfsphase, hatten wir erst gesagt, wir wollen den ganzen Saal eigentlich aus Terrazzo machen und akustisch absorbierenden Putz, der dennoch sehr glatt ist. Wir wollten es ganz hell und weiß machen. Und das fanden die dann, das aussieht wie Schlachthaus. Und wollten die nicht. Und die sagten, unsere Region steht für Holz, unbedingt was aus Holz. Und dann haben wir dann gesagt, ja, okay, wenn ihr Holz wollt, dann kriegt ihr Holz, dann müsst ihr auch mal akzeptieren, dass es alles Holz ist, komplett. Das ist sozusagen ringsherum eine einzige Materialität. Ja, so sieht es dann aus. Das Foyer sozusagen mit der großen Bagage, die dann im Blick zum Außenraum reingeht. Treppe, die das Ganze auch schließt. Das war das Erste. Dann Neubau, öffentliche Gebäude. Haben wir eine Reihe von kleinen Projekten schon realisieren dürfen, wie zum Beispiel diese Bühne in Rotterdam oder dieses Jugendzentrum in Amsterdam, Ostdorf für ein ganz geringes Budget. Oder zum Beispiel den Franziskonzert in Reining in Österreich, gegeben ist von einem offenen Inlandswettbewerb. Und was ich zeigen möchte, ist ein Projekt, das gerade festgestellt ist in Flandern, in Belgien. Projekt für 90 Millionen Euro für die Universität Löwen. Nennt sich Energy Will. Ist ein Forschungs- und Laborgebäude für Smart Grid Forschung. Also sind auch Leute, die sozusagen sich damit beschäftigen, wie kann man Stromsysteme machen, wo man einspeisen kann, wie könnte das besser funktionieren. Eine von neun Universitäten, die eigentlich in Europa daran forscht. Und da gibt es in Genk, also Genk ist in Limburg in Flandern, ist ein typisches Industriegebiet, was halt jetzt auch nicht mehr gebaut wird, gleiche Strukturprobleme wie zum Beispiel im Ruhrgebiet in Deutschland, mit Abhauen großer Art, die solche Landschaften erzeugt haben, mit sehr, sehr ja, starken Gebäuden, zum Beispiel dieses Kohlebergwerk, was natürlich auch nicht mehr benutzt wird. Also Orte mit eigentlich einer krassen Identität und die jetzt eigentlich verwendet werden, um da ja, so eine Art Forschungsparks zu machen, was eigentlich ganz, ja, ganz gut ist, glaube ich. Und hier sieht man dann rot und rot, dann, also diese ganzen Quadrate deuten an, wo überall Gebäude gebaut werden, wo sozusagen verschiedene Investoren dann ihre Gebäude hinsetzen können. Und rot und rot ist dann dieses erste Projekt von uns, was wir hier bauen dürfen. Hier sieht man unser Projekt. Also das ist dieses Rasterteil, was hier steht, dieses Gebäude. Daneben diese alten Bergwerksanlagen. Und die waren dann auch für uns zum Teil so ein Bezug für den Raumfindung, auf die Argumentation Richtung Auftraggeber. Also die Großzügigkeit dieser alten Gebäude, die Monumentalität dieser alten Gebäude, wo wir eigentlich mit unserer Architektur darauf anschließen wollen. Diese Art von Räumen, also wirklich sehr, sehr gut entworfene Räume, wo dann eben so Kohleförderbänder durchgehen. Das wird eben alles doch in so einer gewissen Würde betrachtet und es dahingehend sehr überzeugende Architektur. Gleichzeitig zu tun zu haben mit einem Auftraggeber wie diesem Forscher, war eine Herausforderung, weil das sind alles so eine Art kleine Düsentriebs halt, die dann sozusagen ihre Erfindung machen und die eigentlich autistisch in irgendwelchen Kellern herumwerken und für Architektur eigentlich überhaupt nichts übrig haben. Und wir haben dann gesagt, ja, Architektur ist für uns eigentlich, dass wir euer Chaos akzeptieren. Also ihr könnt euer Zeug machen, ihr könnt eure Sachen da reinstellen, wie ihr wollt. Wir machen eigentlich nur diese Strichlinie, die oben drüber ist, nämlich diesen Überbau. Also wir haben eine Architekturauffassung von, ja, wir erzeugen diesen großen Rahmen, wo diese Freiheit halt möglich ist für eure Forschung. Genau halt wie unser Büro, was eben auch zum Teil ja, sehr improvisiert ist. Da stehen Modelle, wie ordentlich oder aufgeräumt. Hat aber eben dennoch ein architektonisches Rückgrat durch diese schöne Halle. Wir haben dann den Wettbewerb gewonnen und haben dann danach nochmal neu anfangen müssen mit denen, weil sie noch verschiedene andere Ideen hatten.
Und wir sehen dann die ganzen Studienmodelle, für die alle Pläne gezeichnet wurden. Und das roten Rahmen ist dann letztendlich das ausgeführte Projekt, was dann so aussieht. Also man hat hier so eine Art Eierbett geschossen, wo man reinkommt und in der Mitte diesen zentralen Forschungsmatrixraum, wie sie den nennen, wo halt so verschiedene Aufstellungen, Experimentalaufstellungen gemacht werden. In diesem Raum kann man eigentlich schon sehen, man kommt rein durch eine riesige Festverglasung und sieht diesen Raum, also dieses Chaos halt. Und es ist halt also gerahmt, und wir denken, dass es ein starkes Bild erzeugen wird. Und drumherum sind dann all diese anderen Sachen entwickelt halt. Ne? Also es gibt dann hier verschiedene andere Experimentalhallen, Büroräume, hier vorne gibt es Vorlesungssäle, hinten gibt es auch Büroräume. Und dann gibt es Räume, die sind doppelt so hoch, das ist das nächste Flurfeld, das nächste Bodenfeld, das ausgeschnitten ist. Und oben gibt es dann ein Niveau mit Büroräumen und noch anderen Experimentalräumen, die sich hier befinden. Im Keller eine Parkgarage. Dann plänen sich dann so aus, ein effizientes Gebäude, die Tiefgarage halt ja, effizient entworfen. Das Erdgeschoss, wie schon gesagt, mit diesem Eingangsszenario, man kommt dann in der Mitte rein und hat dann diesen Blick über den Empfangstresen in diesem großen Experimentalraum. Links und rechts Hörsäle, das ist auch der öffentliche Bereich vorne sozusagen. Und links dieser gelbe Flügel sind schon Büros. Also ist eben auch dieser Wunsch sozusagen, die Denkarbeit mit der praktischen Arbeit direkt in Nachbarschaft zu haben, was übrigens nicht von Anfang an von denen so intendiert war. Also es sind auch letztendlich drei verschiedene Nutzer, also nicht nur die Uni, sondern auch zwei andere dabei, die anfänglich eigentlich davon ausgingen, dass man sozusagen drei verschiedene Gebäude fast bräuchte pro Nutzer ein. Und wir haben eigentlich vorgeschlagen, ihr müsst alles vereinen in ein Gebäude, weil das ist viel praktischer und es ist auch viel nachhaltiger, weil wenn man über Nachhaltigkeit redet, ist es irgendwie sinnvoller, das Gebäude das alles zu bündeln und so weiter. Also es hat auch viel Mühe gekostet, die davon zu überzeugen, dass das das Beste ist. Also unsere Projektleiter hat immer diese schönen Handzeichen gemacht, um zu zeigen, wie das Rauchsignal funktioniert. Man kommt also rein und guckt über diesen Base-Effekt nicht mehr raus. Die Büros hinter Glaswänden, um so viel möglich Transparenz zu erzeugen. Das Gebäude ist sehr, sehr tief. Das Gebäude ist 50 Meter breit und 75 Meter tief. Und die Herausforderung war natürlich dann sozusagen dennoch ein lichtes, offenes, lichtiges Gebäude durchzumachen, was dann in diesen Skizzen verdeutlicht werden soll. Im Raum für Testaufstellungen, also auch TÜV ist da auch mit drin. Da werden Heizgeräte und so weiter getestet. Der zentrale Raum mit den Experimentalaufstellungen, der Vorlesungssäle, dann geht es weiter. Halt im nächsten Geschoss gibt es halt Büros und viele Videos halt, also doppelt hohe Räume. Und gerade oben gibt es dann ja, Büros und das Blaue ist dann nochmal ein anderer Experimentierraum. Und das Dach, das mit Sonnenpanelen vorgelegt wurde. Im Schnitt sieht es dann so aus, erstmal relativ simpel. Also es war für uns eigentlich auch sehr interessant, ein Gebäude zu entwickeln, was vor allem durch seine Proportionen spricht. Das haben wir eigentlich immer, aber in dem Fall war es sozusagen ein größeres öffentliches Gebäude, ein Forschungsgebäude. Und das ganz Interessante ist hier, dass sozusagen die Etagenhöhe recht hoch sind. Es sind nur 4 Meter Bruttogeschosshöhe. Die großen Räume sind entsprechend natürlich viel höher. Und es ist eigentlich voll so ein bisschen fast der räumlichen Logik eines Schlosses, dass eigentlich so große Säle aneinander gesetzt werden. Was für uns als Raumexperiment nicht ganz gut war. Natürlich mit allerlei Labels versehen, also die wollten Green zertifiziert werden, das ist im niederländischsprachigen Raum was ganz Wichtiges. Green, das Green Outstanding, das ist das Höchste, was man erreichen konnte. Was natürlich für diese ganze Labelwelt, die wir eigentlich ein bisschen Quatsch und Sinnlos finden, aber in dieser Immobilienwelt ist das wahnsinnig wichtig. Ja. Fassadenstudien aus dem Wettbewerb, also große Fenster, die eigentlich durch ein simples Raster gefasst werden. Wir gingen aus für die größtmöglichen Verglasung von 6 Meter mal 3 Meter mit einem Fensteranteil von 65%, was noch zu einer Diskussion führte und haben dann zur Materialität der Fassade gesagt, dass wir eigentlich so eine Art Metallbekleidung machen wollen, die vielleicht so bronzig aussehen könnte, so an Kupfer erinnern könnte, was wiederum metaphorisch vielleicht mit dem Programm in Link liegt. Also diese Forschung, die mit Elektrotechnik vor allem viel zu tun hat, wo wir eigentlich so mit Metaphern eigentlich überhaupt gar nicht so stehen, war das hier vielleicht doch irgendwie wichtig. Und dann haben wir das Projekt mit denen angefangen und kamen dann auf die Idee, dass wir vielleicht anstelle von also am Anfang dachten wir, es ist mechanisch be- und entlüftet und da braucht man eigentlich gar keinen Öffnungsflügel, was ja
ja, eigentlich sozusagen, wenn man in diesem Dogma des Bad Influences ist, eigentlich das Konsequenteste ist, was aber niemand will, weil wir ja doch die Vögel zwitschern hören, dann haben wir ab und zu ganz normal Sachen geöffnet und haben ja gesagt, wir könnten ja große Fenster machen für euch, große Fenster entwerfen, dann 6x3 Meter Kippfenster, die dann sozusagen ihre Gänse sozusagen aufnehmen. Und das hat sie uns dann leider um die Ohren gehabt, das war für die undenkbar, weil das Risiko für die dann viel zu groß war, so viele Fenster entwickeln zu lassen. Und dann gab es die große Diskussion über den Glasanteil. Also in Flandern ist es so ein bisschen so ähnlich konservativ wie in Süddeutschland, die ganze Fensterdiskussion. Die Angst vor Überhitzung im Sommer vor allem. Und also wir hatten halt diese Geschichte mit diesen 65% und haben dann gesagt, naja, wir müssen das dann argumentieren und wurden durch eine endlose Mühle geführt von, ja, ist es denn verantwortlich, wird es nicht zu warm und so weiter und so fort, wie ist es mit dem Sonnenschutz und haben es dann aus allerlei Ecken argumentiert mit verschiedenen Beratern zusammen, mit einer Programmierung, die strategisch gewählt war, dass die Funktionen an der richtigen Stelle sind eigentlich und damit schon mal, ja, kein strategischer Fehler gemacht wurde. Und dann mussten wir Vergleiche machen zwischen verschiedenen Fensteranteilen hinsichtlich des Tageslichtausnutzung, der Kühllasten, des Sonnenschutzes, des Paarwertes und so weiter. Und letztendlich hatten wir eigentlich nachweisen können, dass 65% Öffnungen völlig okay sind und gut sind und vor allem, was das Tageslicht betrifft, eigentlich die beste Tageslichtausbeute brachte. Und dann haben die aber von der Auftraggeberseite einfach aus dem Unterbau heraus entschieden, ja, wir wollen trotzdem bloß 45%. Und dann haben die uns gezwungen, dass wir sozusagen den Fensteranteil runterbringen mussten. Und dann sind daraus dann eigentlich diese Fenster entstanden, die dann auch ausgeflogen wurden, wo wir dann gesagt haben, ja, von der Proportion her, also wenn man so ein einfaches Gebäude macht, muss man sozusagen mit den Elementen, die man hat, möglichst effizient arbeiten. Das heißt, die Fenster müssen möglichst groß sein, weil sonst sieht das Gebäude einfach nicht gut aus. Und der Blick von innen nach außen wird dann auch natürlich ein Stück schlechter. Dann haben wir gesagt, wir müssen hier ein Element einführen, was so eine Art Rahmen um das Fenster drumherum macht und das Fenster optisch vergrößern lässt. Das ist dann sozusagen wie so eine Art, wenn sich eine Frau schminkt und die Augen sozusagen mit Schminken sozusagen größer erscheinen. Das ist natürlich ein ganz klassisches Mittel. Ne? In Deutschland nennt sich das Taschen eigentlich. So ein Rahmen im Putz drumherum und der dann das Fenster in der Art, oder dem Gesamtgebäude in der Art, kann man ausstrahlen. Dann haben wir dieses Thema dann aufgegriffen und gesagt, wir machen das aus explodierten Aluminiumelementen, also sind 45 cm breite explodierte Aluminiumelemente von 7,50 m Länge in der Längsrichtung, die dann auch so eine gewisse Monumentalität kriegen. Wir haben das dann getestet in allen Modellen und auch das Material zwischen diesen Fenstern, was dann aus perforierten Aluminiumblech gemacht wurde, was dann gekannt wurde, also in so einer Art Rippenstruktur gekantet, um Nähte aufzunehmen, dass es sozusagen keine sichtbaren Nähte zwischen den Elementen gibt, sondern sozusagen ein hochlaufender teppichartiger Effekt erzeugt wird, mit allerlei Mockups, Testaufstellungen probiert, das wird dann Bronze eluziert, wie man sieht. So sah es dann im Rohbau aus, das Gebäude. In der Fensterproduktion, in den großen Fenstern. Und die sehen dann in der ausgeführten Variante so aus. Also wir haben keine guten Fotografenfotos, weil das Projekt ist gerade erst fertiggestellt. Außer vom Interieur. Und ist wieder ein typisches Projekt für uns, was eigentlich schwer kommunizierbar ist in seinen Qualitäten. Das lebt vor allem durch die Größe. Also alles ist einfach extrem großzügig dimensioniert. Insofern ist es ja eine extrem konfrontierte Architektur durch diese reine Rastlichkeit. Es gibt dann noch einen Arbeitshof, das ist dann mit diesem Zaun da erzeugt, der auch aus dem gleichen Material gemacht wurde. Das steht dann in dieser Graslandschaft, wie ich mal UFO gelandet halt, in dieser bizarren künstlichen Landschaft. Zwischen diesen monumentalen Gebäuden durchgesehen. Und im Innenbereich, ja, der Bau dieses Matrixraums, der sich in der Mitte befindet, und der dann im fertigen Zustand so aussieht, wiederum alles mit möglichst viel Glas, dass das sozusagen diese Innenwelt komplett transparent ist und es überall Blickbezüge gibt, überall Kommunikation möglich ist. Die Vorlesungssäle sind noch Previews von unserem Fotograf, muss ich sagen, aber wir haben es noch nicht geschafft, dass das abgerundet wurde.
Also man sieht immer wieder zu dem alten Werkgebäude, dass es eine ganz starke Identität gibt. Das ist vor allem eine Sichtmaschine von ihnen, also auch diese alten abgrauen Hügel, die dann diesen Ort Mount Fuji immer im Fenster sogar überhaupt werden. Das ist auch sehr schön drin. Wieder überall Transparenzen. Man kann komplett die 50 Meter in Querrichtung durchschauen und die 75 Meter in Längsrichtung kann man zur Hälfte ungefähr durchschauen. Und das ist dann der TÜV sozusagen mit seinen Möglichkeiten, Testaufstellungen. Die Tiefgarage, die auch als architektonischer Raum entworfen wurde mit einem Lichtpaar zum Eichtum herum. Mit einer Durchsicht oder ungefähr einen Durchschnitt. Und wir haben wieder Wettbewerb gewonnen auf dem gleichen Standort. Viel großes Gebäude der Berufsschule. Also dieses Gebäude ist schon relativ groß, aber das ist noch viel größer. Das ist dann 150 mal 100 Meter. Das ist nicht ausführlich zeige, aber was jetzt in der Planung ist und wo der Bau im Dezember anfangen wird. Die Berufsschule mit Atelier und auch mit Tiefbau. Und Wohnungsbau. Wir haben eigentlich unsere Bürokarriere begonnen mit ausgeführten Wohnungsbauten in den Niederlanden, wie zum Beispiel diese Reihenhäuser in Amsterdam-Ostbau, die eigentlich, also all diese Wohnungsbauten, die immer wieder das gleiche Ziel haben, nämlich diese Räumlichkeit von innen nach außen, diesen Bezug zwischen innen und außen zu maximalisieren, also wirklich sozusagen das, den Außenraum als Teil des Innenraums werden zu lassen. Darum geht immer mit so viel wie möglich Glas gearbeitet. Sowohl für Kaufwohnungen als auch zum Beispiel hier für Sozialmietwohnungen in Den Haag oder für Studentenwohnungen in Zwolle. Und wir haben dann sozusagen geschafft, ab 2010 eigentlich anzufangen, diese Ideen zu exportieren in andere Länder oder uns zu konfrontieren in anderen Ländern mit der Kultur und zu versuchen, sozusagen eine Übersetzung dieser Ideen in den jeweiligen kulturellen Kontext zu finden. Zum Beispiel haben wir jetzt dieses Projekt ausgeführt in Antwerpen, in Belgien. Für 6 Millionen für Triple Living, das ist eine große Entwicklergesellschaft, die eigentlich die größte Erweiterung der Stadt Antwerpen und überhaupt das größte Neubauprojekt für ganz Belgien an Bauen sind. Unser Projekt ist dieses dunkle Vordergrund, was jetzt ein bisschen näher erläutert wird. Stadt Antwerpen mit dem historischen Kern hier zu sehen in diesem etwas unscharfen Luftfoto. Die Erweiterung, die sich dann da befindet, was ein guter Ort ist, ist ein Projekt von Secchi di Bano, ein italienisches Bahnbüro, die dann diesen Bahnzeichen haben. Das ist dann ein sogenanntes Striegas aufgebaut. Das ist eine Art Mix aus Block, also ein geschlossener Baublock, der dann aufgeschnitten wird, dass die Straße hinten durchläuft. Ich habe es nicht so ganz verstanden, weil ich denke eigentlich, dass das der Vorteil ist, dass geschlossene Baublocks, dass die Straße eben nicht durchläuft, aber die Fans ist gerade Vorteil, dass die aufgeschnitten wurde, dass die Straße nicht durchläuft. Also wirklich so eine Art Mix zwischen geschlossenem Bauwerk und modernistischer Scheibe, muss man sagen. Also, was heutzutage immer wieder versucht wird, so die Moderne sozusagen wieder zu rehistorisieren oder rekonservieren, wie sagt man, also zu 19. Jahrhundert machen. Ein großes Modell, was die Entwickler gebaut haben, wo sie sozusagen das ganze Projekt dann irgendwann in seiner Gänze gebaut haben wollen. Unser Projekt dann eben dieses, was man hier sieht. Für uns das erste Projekt im Ausland, im Wohnungsbau, was realisiert wurde, in Belgien. Dahingehend für uns ein doch sehr wichtiges Projekt. Hier kann man das noch im Grunde sehen. Das ist eine sehr schöne Lage hier, raus zur Schelde. Der Fluss, der an Antwerpen vorbeifließt und hier im Park. Das ist eine super Lage. Und in all diesen Wohnungsprojekten, die wir gemacht haben, sind wir immer wieder von dieser Strategie ausgegangen, nämlich zu sagen, wir machen das Gebäudevolumen so kompakt wie möglich, um dann sozusagen Wohnungen eher um den kompakten Erschließungskern drumherum, also eine Art Panoramawohnung zu entwickeln und das Ganze sozusagen mit der Maßgabe, um sozusagen geometrisch die Fassade sozusagen zu verringern, zum Minimum, sodass man den Preis pro Quadratmeter der Fassade erhöhen kann und damit möglichst viele Fenster machen kann. Die natürlich teuer sind und hochwertige Hebeschiebefenster.
Gleichzeitig hier das Problem des Passivhauses. Wir sollten hier ein Passivhaus entwerfen, was für uns eine große Herausforderung ist, weil wir natürlich mit den extremen Energieanforderungen, wie sie in Deutschland schon mittlerweile üblich waren, in Holland noch nicht konfrontiert waren. Also 54 Kilowattstunden pro Jahr pro Quadratmeter hatten wir noch nicht machen müssen. Und ja, wir fanden das auch äußerst kritisch. Also wir finden solche Beispiele halt schauerhaft. Ich finde diese ganze Entwicklung äußerst bedenklich, dass man davon ausgeht, dass man besonders nachhaltig ist, wenn man die Wolken im Wintermantel anzieht und die müssen sie permanent dann anhaben. Aber es ist halt so ein Trend. Muss man sich mit auseinandersetzen. Aber für uns die große Herausforderung, wie, oder für uns eigentlich permanent die große Herausforderung, wie kann man sozusagen innerhalb dieser stets steigenden Energieanforderungen, die irgendwo verständlich sind, wie kann man sozusagen es dennoch schaffen, eine offene, luftige Architektur zu machen, die im Esprit der Moderne eigentlich ja, modernen, leichten Lebensstil ermöglicht. Also wie kann man sozusagen dennoch offene Glasgebäude machen. Ja, der Standort oder das Gebäude in seiner positionierten Standort. Man sieht hier, was so eine Art Pergola drumherum läuft, ein Durchgang. Das sind Ladenräume, also hier einen Kaffee wahrscheinlich machen, das sind so Ladenräume, die noch nicht vermietet sind, verkauft sind. Und hier hinten dran die Erschließungskerne für das Gebäude selber. Ja, das ist eigentlich die gleiche Zeichnung, also man sieht dann, wo die Zugänge sind. Und das Regelgeschoss für die Wohnungen. Man sieht, wie das aufgeteilt ist. Es sind zwei Erschließungskerne, die das hier bedienen. Hier sind es vier Wohnungen, da sind es drei Wohnungen. Die Kopfwohnung ist eine große Wohnung. Und man sieht hier das eigentliche Wohnkonzept, nämlich das Wohnen zu kombinieren mit einem großen Winterbad. Das ist das Schöne an dem Städtebauplan, bei aller Kritik, die man haben muss bei diesem Städtebauplan, ist, was fast genial ist, dass man hier inspiriert war von Lacaton-Vasal, die immer davon ausgeht, dass man sozusagen einen großen Außenraum an die Wohnung hinzugibt, in der Form von Wintergärten meistens oder großen Terrassen. Und hier hat man gesagt von der Stadt Antwerpen, dass man eigentlich will, dass sozusagen entlang der Baulinie, also die eigentliche Bauflucht ist diese Linie hier, die gedämmte Fassade eigentlich ist, dass man sozusagen über diese Fassade hinausbauen darf um 3 Meter. Und wir haben dann gesagt, naja, die dachten, ja, machen wir ab und zu eine kleine Terrasse oder sowas. Wir haben gesagt, wenn man da heraufbauen darf, dann bauen wir komplett raus. Also wir haben sozusagen mit der gesamten Länge einen 3 Meter tiefen Wintergarten angeboten und verrückterweise, also zu unserer großen Überraschung, wurde das einfach akzeptiert von allen Leuten und die Entwickler, die einen Auftrag haben, fanden auch eine gute Sache, sodass sozusagen Wohnungen zustande kamen, die zum Teil, also wie zum Beispiel diese Wohnungen hier, die sind 38 Quadratmeter große Studios, die dann nochmal 30 Quadratmeter Wintergarten dazugekommen haben. Wofür dann die Entwickler auch keinen Grundpreis bezahlen mussten. Also das ökonomische Modell war dann für die dann auch extrem attraktiv, dass sozusagen eigentlich mehr Wohnraum quasi verkauft werden kann. Der dann allerdings nicht gedämmt war. Die Wintergärten sind nicht einfach groß. Oben auf dem Dach Penthäuser, die dann nur eine Dachfläche haben, also kein Wintergarten, weil man dann sozusagen ja nicht mehr bis zur Fassade vorbauen durfte. Und das sieht dann im Schnitt so aus. Und man hat hier sozusagen diese Wintergartenzone. Der Wintergarten hier oben ist höher. Der dann gleichzeitig hier diese Rüstung erzeugt. Die Materialität des Gebäudes, die ging dann eigentlich davon aus, dass wir hatten ja in Holland immer diese Gebäude gemacht mit gekanteten Blechen oder mit explodierten Aluminiumblechen verkleidet, diese dünnen Streifen, die man waren zwischen den Fenstern. Und die Belgier sind natürlich ganz anders. Die Belgier, die wollen eigentlich, also sind eigentlich, man könnte fast sagen, zum Teil antimodern. Also die sind noch backsteinerriger als die Holländer. Also Stein, dauerhaftes Material ist da eigentlich fast unumgänglich. Und wir haben das dann so interpretiert, dass wir gesagt haben, wir haben es als Herausforderung versucht anzugehen und gesagt, okay, wir wollen keinen Backstein machen, weil wir finden Backstein eigentlich kein wirklich adäquates Material für moderne Architektur. Weil die muss man dilatieren, da gibt es diese ganzen Unsäglichkeiten, den Wärmedurchgang durch die Dämmfassade und so weiter, das wird nicht mehr wirklich überzeugend. Und haben dann gesagt, ja, wir würden das dann in vorfabrizierten Betonelementen machen wollen. Wir haben dann gesagt, okay, wir wollen eigentlich gerne, dass sozusagen die geschlossenen Teile der Fassade aus großen Betonbalken gemacht werden, Betonstützen. Also bei den Wintergarten dann sozusagen tragende Elemente, das sind dann wirklich Balken und Stützen, und an der Kopffassade, die dann abgeschnitten ist, weil dann durfte man sozusagen nicht komplett weiterbauen, sind das dann reine Verkleidungselemente für die Fassade. Also das sind dann die Elemente, das kann man so ein bisschen sehen, also die Materialität stimmt nicht so ganz. Aber der Blick stimmt schon, also man kann auch die Stellte schauen.
und haben das dann wirklich so machen können. Also was in Holland niemals möglich gewesen wäre, im Wohnungsbau eine solche Materialität durchzubekommen bei dem Auftraggeber. Und die haben das eigentlich ohne Zug akzeptiert, die waren ganz begeistert, die fanden es ganz toll. Und wir haben es dann entsprechend ausgearbeitet mit so ganzen verschiedenen Knotenpunkten. Diese ganze Betonlogik für uns komplett neu war. Jedes Element ist eigentlich customized, jedes Element ist speziell. Elemente nach sehr komplexen Formen, die zum Teil gegossen wurden. Aus ja, ganz klassischem Beton, 9 cm dicke Elemente. Die Balken sind dann größer. Und was man bei dieser ganzen Idee noch mit dabei nennen muss, ist, dass es einfach einen technischen Grund gab. Den kann man hier vielleicht am besten sehen. Oder auch das horizontale Detail, also der horizontale Schnitt, sieht man die Stützen und die Vertikalen, da sieht man dann die Balken im Schnitt. Dass es in Belgien eine ganz konservative Feuerwehr gibt, die, was den Brandschutz betrifft, ja eigentlich noch mit sehr altertypischen Beurteilungsmethoden arbeiten und die davon ausgehen, dass man sozusagen einen geschlossenen Streifen, also ein brandfestes Material haben muss, von einem Meter Dicke zwischen den Etagen. Das wäre in Holland sozusagen, man kann bis zu null detaillieren eigentlich, also man kann Fenster zueinander zu detaillieren. Kann man das eben nicht. Man muss den Abstand halten und man kann dann zum Beispiel anstelle von 1 Meter kann man die Kombination wählen wie hier von 60 cm hoch und 40 cm tief. Also so Betonbalken ist dann genau dimensioniert nach der minimalen Anforderung der Feuerwehr aus dem Brandüberschlag zwischen unten und oben und zwischen links und rechts sozusagen, was für die akzeptabel ist. Auch ganz bemerkenswert für uns, diese Detaillierung der Balkons. Also die Feuerwehr betrachtet natürlich im Hintergarten auch als geschlossene Räume. Das heißt, der Brandschutz muss dann auch gewährleistet sein zwischen den Wintergärten, das sind dann als Brandabschnitte betrachtet. Und dann gibt es eine extrem hohe akustische Anforderungen zwischen den Wohnungen mit schönen Estrichen von ja, 12 cm Dicke insgesamt und auch sehr dicken Decken und entkoppelten Wänden zwischen den Wohnungen. Also das ist das Krasseste, was ich bisher mitgemacht habe, eigentlich eine akustische Anforderung. Und das geht dann auch für den Wintergarten. Also der Wintergarten ist dann oben und unten noch mit Holz bekleidet. Um sozusagen da auch nochmal eine Entkopplung des Trittschalls im Balkon, also im Wintergarten selbst zu haben. Was in Holland wirklich niemand bezahlt hat, also in Holland haben wir im Wintergarten immer eine Betonplatte fertig. Ja, hier wurde lustig gekleidet von oben und von unten und das war alles ganz normal. Man sieht dann hier, wie das Gebäude im Rohbau entsteht, der konstruktive Beton und dann entsprechend die Erweiterung mit dem Wintergarten und die Elemente, die als Bekleidung die Kopffassade abschließen. Das sind zum Teil sehr, sehr große Elemente von 5x3 Meter, die auch hier wiederum dem Ganzen eine Monumentalität geben, die wir denken ganz wichtig ist, um die Gebäude so eine Wirkung zu geben. Das ist ja hier die Montage des Elemente. Rohbaufotos, das ist dann der Datenraum, der auch eine entsprechend hohe Deckenhöhe hat. Und dann die Betonelemente hier im Muster, das ist die Hauptarchitektin neben dem Betonelement. Die Betonelemente dann oder Vorfabrikation, die ja, so glatt wie möglich eigentlich gemacht wurden. Also das tut ja aller Schmutz und so weiter so gut abspült und das dann auch so eine gewisse Feinheit, und Ausstrahlung bekommt, die mit Eleganz. Total riesige Balken, also die Wintergärten sind 10 Meter lang, mit der Ecke sind 11,50 Meter lang, so ein Balken, der über 11,50 Meter durchgeht. Und dann all diese Verbindungen, die wahnsinnig kompliziert waren, also jeder Joint war eigentlich anders. Das ist genau, das ist alles so detailliert, diese Verbindungen, dass die genau ineinander kommen. Und dann kam wiederum ein Akt von Willkür kurz vor Ende der Ausführung durch die belgische Feuerwehr, die durch die Politik gezwungen wurde, dass jedes Gebäude noch einen extra Fluchtwinkel haben sollte. Also die Gebäude waren alle in Ausführung. Und dann wurden die gezwungen, dass sozusagen noch Brandleitern in die Fassade integriert werden sollen. Beziehungsweise für die wäre es dann auch okay gewesen, wenn man die einfach nur aus dem Rand schraubt. Und da hatten wir diese ganz schöne Briefbeton-Ästhetik uns ausgedacht, das war alles durchdetailliert, war alles schon zum Teil in Produktion. Und dann kamen die an und sagten, ja, wir wollen die Leitern aus dem Rand schrauben. Leitern, die meines Erachtens im Brandfall überhaupt nie jemand benutzen wird. Also man muss dann nämlich sozusagen diesen Leiter, man sieht es dann hier mit so einem Hebel rausklappen. Die fällt dann so nach unten, also da ist dann plötzlich unten, im Gehweg fällt dann
den Leiter nach unten und krach, und wenn der Fabrik hier unten langläuft, dann kriegt man die vor die Nase. Und dann muss man aus dem Fenster steigen, wie diese Frau, und soll dann da sozusagen die Fassade so runterklettern. Naja, dann haben die uns gezwungen, dieses Element da einzubauen. Und glücklicherweise war noch das war zwei Wochen vor Produktion der Betonstützen außen, und die konnten dann noch die Baufirma dazu bringen, dass sie sozusagen dann noch eine Kehrung mit in die Stütze machen, dass man diese Leiter wenigstens in die Stütze hinein detaillieren konnte und nach außen mit einem Abdeckblech versehen konnte, die dann, was dann genau die Farbe des Betons hatte, dass nicht sozusagen die ganze Erscheinung von außen zunichte gemacht wurde. Das ist dann hier in diesen Stützen sozusagen integriert. Also kann man fast nicht sehen. Also so sieht das Projekt dann aus in der fertiggestellten Variante. Also man sieht dann der Fensteranteil in der isolierten Schicht, dass eigentlich die Fassade dahinter ist, natürlich geringer. Aufgrund dieser Passivhausanforderungen, aber aufgrund der Tatsache, dass wir sozusagen den Winterband davor gelagert haben, ist es doch wieder gelungen, eine sehr offene, luftige Architektur zu machen. Kopffassade mit großen Festverglasungen von 6x3 Metern, unter denen sich dann über die Füße befinden. Und der Zugang zur Parkgarage, Zugänge zu den Boden. Und dann Rendering von den Winterkarten von innen. Und so sehen die Wohnungen dann innen aus. Es werden verschiedene Interieurs fotografiert. Mit Blick zur Schelde. Das sind die kleinen Studios von 38 Quadratmeter mit den riesigen Winterkarten. Und das sind jetzt die Kopfwohnungen. Die für uns ganz wichtig sind, dass es heute diese Eckräumlichkeit gibt. Und letztes Projekt, noch ein Wohnungsbau in Paris, ist auch gerade fertiggestellt für 55 Sozialmietwohnungen mit einer Zahnarztpraxis und einer, ja, so einer Mütterberatung, würde man sagen, in der Tiefgarage. Für 7,3 Millionen für die größte Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Paris, die im Übrigen die größte von Europa ist. Das Projekt befindet sich im Norden von Paris, am Boulevard Perfavic. War eigentlich gedacht, um Leute umzusiedeln aus diesem Turm in unser Projekt sozusagen. Man muss dazu sagen, es ist ganz interessant, also viele von euch kennen vielleicht das Projekt Tour Bois de Prêtre von Rakaton Vasal. Und das ist eigentlich genau das gleiche Hochhaus, also die gleiche Technologie wie das. Und das Projekt ist für den gleichen Auftraggeber, und das war ja klar, diese Wohnungsbaugesellschaft, realisiert mit wahnsinnigem Erfolg, überall publiziert, alle finden es toll. Und die gleiche Wohnungsbaugesellschaft, die dann eigentlich sozusagen danach, alle weiteren Projekte danach, nicht etwa gleich so behandelt, sondern einfach dann weiter doch abreißt. Also dieses Projekt dann wurde eben abgerissen. Wie es gibt noch insgesamt 5 oder so weitere Diskussionen, die dann eigentlich alle abgerissen werden, obwohl es sozusagen dieses emblematische Projekt gibt, was ein Riesenerfolg ist, und man doch meint, man macht Schule, macht selbst beim eigenen Auftraggeber eigentlich keine Schule. Der Kontext, diese Sozialbau aus der Zwischenkriegszeit, die auch sehr, sehr gut sind, eigentlich verhungert sind, da stand eine alte Schule aus den 60er Jahren, die dann abgerissen wurde. Und wir haben dann im Wettbewerb eigentlich geschaut, wiederum, ja, wir können sozusagen in den französischen Kontext diese Idee, die wir entwickelt hatten, in den Niederlanden eigentlich ja, umsetzen oder übersetzen. Und ja, dem ist wiederum darum natürlich, das Projekt so kompakt wie möglich zu machen. Und das innerhalb des französischen Kontexts, also die haben natürlich eine völlig andere Wohnungsgröße, die haben völlig andere Gesetzgebung für Brandschutz, völlig andere Gesetzgebung für die Wohnungszuschnitte, also Küchen müssen mit einer Fassade sein und so weiter und so fort. Es gibt dann wiederum komplett andere Dinge, und wir machen das mit einem gewissen, bei einer wissenschaftlichen Systematik, um das Optimum herauszufinden. Aber es ist dann hier in dieser Reihenfolge von, also das sind nicht alle Modelle, die wir gemacht haben, wir haben noch viel mehr gemacht, das sind die wichtigsten vielleicht, um dann sozusagen zu diesem Optimum zu kommen. Also wir können jetzt mit Kugelrecht sagen, wir wissen genau, was für Frankreich sozusagen das optimale Wohnungsgebäude ist. Und wir müssen dann auch durch das Programm sehen, ob man das erreichen kann, ja oder nein. Das ist dann in dem Fall zum Beispiel 20 mal 20 Meter ist dann das Maximum, was man erreichen kann, kompakt.
Also in Holland kann man ist das schon auf, schon 38 Meter gemacht, also so eine Sache. Da kann man, wesentlich kompakter bauen, aber es ist kein Französisch zum Beispiel nicht möglich. Jedes Projekt dann in seiner in seinem Kontext, also man sieht diese zwei Gebäude, die hier eigentlich eine Art Hof zwischen sich aufspannen und dem Ganzen sozusagen eine Art Ensemblewirkung geben, dem auch eine kollektive Dimension geben. Man sieht auch schon einen Kontext, also Atrien und solche Sachen, die wir in Holland immer machen konnten, sind hier auch nicht möglich. Rechts befindet sich der Boulevard, also das ist direkt sozusagen am linken. Da sieht man dann die beiden Volumen, die dann auch so konzipiert sind, dass sie sozusagen die Blicke freigeben zu dem Park, der sich rechts befindet, auch für die Nachbargebäude. Und dann im Grundriss im Wettbewerb, also die Typologien hier noch relativ rational im Grundriss. Und vor allem die Rechte ist eigentlich so, dass man auch von einer gewissen Systematik des Grundrisses sprechen kann, was auch innerhalb der französischen Bedingungen fast unmöglich ist. Also hier sieht man schon, dass das durch die Schräge, die wir machen müssen, wir haben es dann gewählt als beste Mittel, wo man wegen des Programms, also man könnte nicht mehr reden und machen und man könnte auch eigentlich nicht mehr bauen. Und dann war eigentlich diese Schräge die beste Antwort für eigentlich alle Fragen widerstanden. Und hier in dem Fall auch wiederum konzeptionell Wintergarten. Also das ist eigentlich für uns die Antwort für den katholischen Kontext des Südens, dass sozusagen die Wohnungsentwürfe, die wir in Norden gemacht haben, in den Niederlanden nicht funktionieren. Also man kann nicht sozusagen Vollverglasung geben und dann alle Leute von außen kompensierbar sind, sondern man muss auch für Privacy, für Intimität eine Art Pufferraum bieten. Und da ist der Wintergarten eigentlich ein ideales Mittel. Und das haben wir dann auch hier so gemacht. Das ist eigentlich das Gleiche, was wir in Klammern eigentlich auch als Hintergedanke hatten, weil das kulturell für die nicht akzeptabel ist. Und dieser Wintergarten natürlich auch wiederum als Klimapuffer für die Sommer- und die Wintersituation, im Winter natürlich als Wärmepuffer, im Sommer als Wärmepuffer in kleiner Richtung, in dem auch der Sonnenschutz dann stattfindet, in dem dann durch Sonnenschutzvorhaben. Modell während des Wettbewerbs und dann Studiemodelle, die dann sozusagen bei der weiteren Ausarbeitung gemacht wurden. Und es war eben, wie gesagt, extrem schwer, dieses Regelmaß im Kultus zu halten, weil die Anforderungen pro Zimmer für Weiten, für Abstände und so weiter extrem divergent sind. Aufgrund der Wärmeschutzverordnung, die in Frankreich jetzt auch immer mehr angezogen sind, auch hier eine Vollverglasung ringsherum in der Isolierfassade nicht möglich. Wir haben natürlich alles strategisch eingesetzt, um so viel möglich Glas zu machen. Haben auch dann verstanden, dass wenn ich das Tolle dann an solchen großen Platten an der Seite ist, das dann doch noch hinkriegen, durch irgendwelche Tricks und Stiche immer noch Vollverglasung zu machen. Was maßgeblich abhängt, dort in dem Kontext von dem Haustechnikbüro, mit dem wir zusammenarbeiten, wir haben das Schlechtere eigentlich, als die dann behauptet haben, dass es nicht gehen würde, obwohl eigentlich Beispiele auch stehen, die heute gebracht werden. Aber dennoch denke ich, das ist ganz gut geworden. Also man sieht dann die verschiedenen Wohnungstypen, Wohnungsgrößen. Man sieht dann auch, dass der Grundriss mehr und mehr grau und grün wird. Das ist ganz schwer, eine ordentliche Grundrisslogik aufrechtzuerhalten. Also es ist eigentlich ausgeschlossen, das ist eigentlich nicht mehr möglich, weil die Grundrisse so klein sind, also die Wohnungen sind so klein und die Anforderung an Behindertengerechtigkeit ist so groß, genau wie überall eigentlich, dass und dann noch andere Anforderungen in Zimmer breiten und das lässt sich eigentlich nicht mehr vereinen in regulären Grundrisskonstellationen. Die Ausführung fing dann an mit für uns allerlei Überraschungen. Hier sieht man dann der Rohbau, das ist das Laubgrube im ersten Moment. Das ist noch nicht die Sohle des Projektes, aber wir dachten erst, es ist bis hierhin. Und dann haben wir geguckt, dann dachten wir, das ist eigentlich mal die Sohle, das muss einfach viel tiefer gehen. Und dann haben sie in Frankreich eigentlich die Vorgehensweise, das nicht sozusagen ausschachten bis runter und dann eine Basis legen und dann auch aufbauen, sondern sie graben stückweise aus. Also sie graben dann sozusagen Fundamentstreifen aus, stückweise, sie graben einzelne Räume aus und so nach und nach wühlen sie die Maulwürfe dann durch diese Keller mit kleinen Maschinen und sie sagen, dass es die effizientere und billigere Variante ist. Also wir fanden das ist die völlige Schildbürgerversion, weil man sozusagen dann überall dazwischen graben muss, aber die meinen, das wäre die effizientere Methode. Dann fing der Rohbau an mit zum Teil unvorstellbaren Unsäglichkeiten. Also sowas zum Beispiel, also dann Leitungen, die einfach wie Spaghetti übereinander geworfen wurden, und
wir dann Statiker anrufen mussten, ja, das geht doch nicht, das trägt doch nicht mehr, das ist ja kein Beton mehr, das ist akustisch natürlich eine absolute Katastrophe. Wo dann die Haustechnik wieder alles neu verlegen mussten und diese ganzen Schläuche wieder auseinandernehmen mussten. Betonqualität, die zum Teil wirklich, also grauenvoll war, die, ja, was ist Schadungen, die dann zum Teil 5 cm neben dem saßen, wo es eigentlich sein soll, 6 cm daneben, dass sich die eine Schadung so, die andere 6 cm daneben entstanden, dann Versprünge in den Wänden, die dann alle wieder abgehackt werden mussten. Also das Ganze war eigentlich reine, wie ein Zahnarzt, der ständig bohren muss und Löcher flicken muss und Glocken wieder einsetzen muss, haben dann allerlei Leute da ständig irgendwas abgepickt und wiederum zugeschmiert. Der Bau, also der Rohbau, fast ausschließlich so Schwarzafrikaner gemacht, die ja, fast den Eindruck erweckten, als ob sie gerade von Sizilien kamen, vom Schiff rüber illegal eingewandert nach Europa, die kein Französisch konnten, die auch schlecht angeleitet wurden. Also zum Teil wirklich krasse Zustände und wir waren dann total froh, dass die Fassade völlig unabhängig war von dieserlei Aktivitäten. Das ist sozusagen ein Händchen für Ingenieur, für den Fassadenbaufirma war, um ja, da frei zu sein von so einer qualitativ schwer zu kontrollierenden Sache. Die Fassade dann, also die nicht transparente Teile der Fassade, die wiederum hier mit Wellblech verkleidet wurden, um zum Beispiel Lüftungsroste aufzunehmen, um zum Beispiel Nähte und so weiter ja, nicht sichtbar zu lassen. Das ganze Projekt wurde komplett durchgemaßt nach diesem Wellblech, wurde sozusagen komplett durchdetailliert als vorfabrizierbares Projekt, also dass man sozusagen diese holzgeletzte Elemente, die sich hinter dem Wellblech befinden, die Fassadendeckung natürlich aufnehmen, komplett vorfabrizieren können. Und was war denn in der Ausführung? In der Ausführung wurde auch das vor Ort gemacht, also wurde dann mit Kreissägen vor Ort ein bisschen gebastelt und gesägt. Also das ist auch eine Art Entdeckung, dass im Grunde genommen diese ganzen Vorfabrizierungsideen aus den 60ern und aus der Moderne im Allgemeinen zum Teil überhaupt nicht mehr funktionieren, weil die ökonomische Luft des Baus eher ausgeht von Billigarbeitskräften. Also ist eine Art dritte Welt, die erste Welt jetzt quasi importiert wird und Leute lieber stundenlang mehr basteln können, als dass man sozusagen mit Intelligenz alles vordenkt und dann möglichst schnell auf den Bau assimiliert. Zumindest bei dieser Art von Projekt. Da sieht man dann wieder, die Fassade dann geschlossen wird nach und nach. Mit Indikation für Türen, also auch eine Strategie, um Türen mit hineinzubekommen, weil man hier auch also ab einem gewissen Moment ist es nicht mehr möglich, sozusagen regulär zu entwerfen, dass sozusagen Türen an einer Stelle sind, wo man sich nur gewöhnt ist und die Tür kommt, dann kommt eine fast zufällige Stelle und dann muss man Strategien entwickeln, wie man sozusagen diesen Umstand in irgendeiner Form negativ gesagt kaschieren kann und positiv gesagt die Tür sozusagen als integrierten Teil einer Fassadenlogik zu machen. Ja, verschiedene Details, das ist dann hier diese Tür, wiederum eine begleitende Tür, also wir bemühen uns immer die Türen ja, in die Fassadenlogik komplett zu integrieren, in dem Fall halt mit diesem Weltlich begleitet. Verschiedene Übergänge zwischen isolierten und nicht isolierten Teilen, die zum Teil recht schwierig zu meistern waren, was dann alles im Modell auch getestet wurde. In den Türen dann sozusagen eine Art Vertiefung, wo dann die Türklinke und das Schloss eingebaut wurden. Also eine Strategie, die wir schon bei anderen Projekten getestet hatten und jetzt hier als adäquat fanden. Das Projekt dann in der Ausführung. Der Hof ist dann abgetrennt mit diesem 4 Meter hohen Zaun. Also wir referieren dann in dem Fall auch vielleicht in so Stadtpalais und dann auf diese riesig hohen Zäune. Und sozusagen auch anzuschließend auf das Erdgeschoss oder die erste OG-Decke, die ich dann sagen, irgendwo ist sozusagen auf einer logischen Höhe einschließt. Und die Wintergärten, die dann natürlich ein spezielles Detail erfordern, weil die Deckenlinie sozusagen den Wintergarten hier trennt und wir dadurch keine ISO-Körbe machen konnten, weil das durch viel zu teuer wäre und dann ein Detail gefunden werden musste, was da eigentlich funktioniert. Und wir haben dann eigentlich mit den Statikern zusammen gedacht, dass wir die Decken eigentlich konstruktiv durchlaufen lassen könnten, was natürlich eigentlich nicht mehr geht, aber wenn man sozusagen genug Öffnungen macht, wo man sozusagen die Dämmung durchzieht, also mit Schlitzungen versieht, dass sozusagen die Decken dann nur noch wie mit Konsolen mit der eigentlichen, die Außendecke mit der eigentlichen Decke dahinter mit Konsolen verbunden sind, dann ist es thermisch möglich. Das ist in den Anforderungen in Frankreich ist es noch möglich. Bei ungefähr 40 Kilowatt pro Jahr, pro Quadratmeter.
Und dann die Betonelemente, die natürlich in der Form durch uns bedacht waren, als vorfabrizierte Betonelemente, also wir dachten, das steht für hier, das war, ist ein Briefelement. Und dann die Baufirma gesagt hat, nee, das wollen wir eigentlich lieber hier selber vorgießen. Und da standen natürlich erstmal die Haare zu Berge, weil wir dachten, dann kommen diese ganzen Leute, die man gerade gesehen hat, völlig unkundig, klumpern die dann irgendwas zusammen, und so ein großes Chaos sieht nicht aus. Wir gingen aus von der holländischen Bauqualität, die in der Beziehung eigentlich recht hoch ist, wo man sozusagen völlig normal davon ausgeht, ja, vorfabrizierte Betonelemente werden angeliefert, die dann auf Konsolen gelegt oder in einer anderen Form halt mit der Struktur dahinter verbunden. Ist es hier nicht mehr der Fall und die haben gesagt, nee, wir wollen das hier vor Ort gießen. Und haben wir gesagt, ja, müssen wir jetzt echt die Betonqualität hier wirklich richtig gut kriegen. Und man muss dann sagen, dass wir sich da große Mühe gegeben haben. Es gab dann irgendwie 5 oder 6 Mockups, wo wir gesagt haben, nee, die Qualität ist zu schlecht, ist zu schlecht, ist zu schlecht. Immer wieder abgewiesen, dann wieder weggeschmissen, wieder neu gemacht. Und dann letztendlich hatten sie den Dreh dann raus mit diesen ganzen ungeladenen Treffen um. Das war fast eine Art Entwicklungshilfe. Und dann sozusagen eine Qualität zu liefern, die ganz okay war. Also man sieht dann hier die Schalung für die Elemente, die sind gerade mit Bewährung versehen. Das sind hier schon ein Element, was fertig ist. Das sind diese Schlitze, wo dann die Dämmung durchgezogen wird und dazwischen immer die Konsolen, die für die statischen, also für den konstruktiven Verbund und so. Das wurde dann vor Ort gegossen, wie man hier sehen kann, und dann ganz ordentlich verdichtet. Da muss man mal hinterher sein, das ordentlich runter reinhalten in jede Ecke, das dann nicht irgendwelche qualitativen Unterschiede im Beton gibt. Die wurden dann vor Ort entschalt und dann direkt in den Bau hineingehoben, was man kann sehen. Das Eckelement hier. Also, ja, sieht ein bisschen motiviert aus. Es war schon eine große Herausforderung für die Baufirma. Dass dann die Ecken auch wirklich genau saßen und bin ich geschlossen. Entsprechend wurde es dann vergossen vor Ort. Und ja, überhaupt diese Ecken waren schwierig, weil das war für uns auch als ersten Gebäude mit einer nicht 90 Grad Ecke, sondern einer spitzwinkligen Ecke und einer stumpfwinkligen Ecke an der anderen Seite. Und das dann zu detaillieren. Deswegen machen wir das dann auch nicht mehr versuchen zu vermeiden, weil es natürlich immer wieder dann Schwierigkeiten führt, wenn die Budgets zu knapp sind, dass es dann eben schlecht wird. Hier war das Budget übrigens ganz gut. Also in Holland haben wir immer gebaut für ungefähr 850 Euro pro Quadratmeter Bruttogeschossfläche, also Euro pro Quadratmeter BGF. In Pariser Großraum sind es 1400, also für sozialen Mietwohnbau. Das kann ja schon mal, wenn man die französische Architektur anguckt, dann immer, das sind also Blink-Blink-Elemente dran, irgendwelche Edelstahl und sowas, und macht bestimmt noch ein zweites eigentlich. Und die Budgets sind eigentlich nicht so schlecht und wir haben dann versucht, eigentlich aus dem Budget was zu machen, was wir denken, die substanzielle Qualität ist, nämlich halt einen Winterbarken drumherum und höchst viel dran. Hier sieht man das Detail des Winterbarkens. Die Schiebeelemente, die dann für das Projekt entwickelt wurden, also wir hatten im Wettbewerb natürlich dann Recherchen in ganz Europa gemacht, was ist ein Winterbarken-Schiebesystem, was man verwenden kann. Kam natürlich schnell in die Schweiz, und die Schweiz kann man natürlich vergessen, das ist natürlich nicht leistbar, kann man nicht bezahlen in Westeuropa. Da gab es aber dann Systeme, die quasi nachgemachte Systeme, wenn wir schon in anderen Ländern, wo wir dachten, damit müsste es eigentlich funktionieren, hatten dann die Preise erhöht. Und, aber dann ist es so, dass Frankreich ein extrem eigenes System auch hat der Produktzertifizierung und dass ganz viele Produkte aus dem Ausland nicht verwendbar sind in Frankreich. Und dann hat sich die Firma Technal, also das SAPA Frankreich, hat dann gesagt, wir entwickeln mit euch zusammen ein Element nach Vorbild sozusagen von einem anderen Element, das es in Europa so gibt. Und das war eine ganz tolle Zusammenarbeit eigentlich, was dann zu diesem Element geführt hat. Also hier noch Previews, also auch nicht fertig, die Fotografiererei. Da sieht man dann die Ecke. Und wir haben dann diese Sonnenschutzvorhänge eingebaut, das sind die gleichen, die Lacaton Basalt auch verwenden. Wir haben dann eine goldeloxierte Variante gemacht, oder so leicht champagnerartig. Also das ganze Gebäude ist eigentlich so leicht, ganz leicht gold. Das ganze Aluminium ist so goldeloxiert. Diesen Sonnenschutz und die Gebäude etwas so auch ein bisschen lästig. Also das war die Rhetorik im Wettbewerb. Hier noch in Europa, Fassade schon in Europa mit Fassade. So sieht es dann aus.
Man sieht auch die Schiebelemente, die erlauben, dass man zwei Drittel der Fassade aufschieben kann. Das ist dann der Bogen zwischen den beiden Gebäuden. Und ganz oben die Pflanzen. Die Wege sind mit so einer Art Kautschuk gelegt, so eine Art Gummi-Oberfläche, die man auch Spielplatz aufbaut. Das kann man hier ganz, ganz angenehm, wenn man wieder Farbe auch einspielen kann, dass die auf die ja, goldenen Goldboden und der dichten Seile. Das war ein Rhetorik-Wettbewerb von dem Interieur der Wohnung. Und das ist auch so ungefähr geworden. Auch ganz interessant, Details wie dieses, dass das eine Zimmertrennwand zwischen zwei Zimmern innerhalb der gleichen Wohnung. Die ist 5 cm dick und die besteht eigentlich aus MDF an den beiden Seiten und dazwischen so eine Art Karton-Wagenstruktur, also das, was man sozusagen zum Beispiel für Türen auch verwendet, also für so eine Zimmertür, die akustisch geringe Anforderungen hat. Das wird in Frankreich als Zimmerscheide akzeptiert. Die Akustikanforderung ist extrem gering. Also Deckendicken zum Beispiel sind nur 20 cm, also echt 20 cm mal 7 Meter. Also es ist eine Akustik wie im DDR-Plattenbau, dass man sozusagen hört, wenn der eine Ecke oben bohrt, dann hört man das am anderen Ende des Gebäudes meistens. Es gibt keinerlei Stimmen, Estrich oder sowas, das wird alles nicht so für wichtig gefunden. Also so sieht es dann innen aus, also die Räumlichkeit ist schon so gut. Und das ist die Eckwohnung mit der spitzlinigen Wohnung. Im Grunde ist es auch so, dass wir versucht haben, also die von der Raumidee ist eigentlich so, dass wir versucht haben, die Küche immer in die Ecke zu legen, was auch fast überall genug ist. Die Idee dahinter ist eigentlich die, ja, zu sagen, die Franzosen, die sind natürlich für ihre Küche berühmt und kochen auch total gerne, das ist ganz wichtig. Und dann haben wir überlegt, dass es eigentlich vielleicht ganz lustig ist, wenn die Küche sozusagen am Lobus der Wohnung ist, dass dann hier sozusagen, hier in der Ecke immer ist die Küche und hat eigentlich den prominentesten Ort in der Wohnung. Das ist noch ein bisschen breiter werden und mitfahren werden. Und es gibt einen Dialog zwischen den beiden Gebäuden und dem Boot. Das wird auch räumlich sehr spannend. Dankeschön. Die offene Darstellung der Finanzen, die du uns gegeben hast, vorweg. Ja, das war im Sinne von so einer Art Qualitätsmanagement, die ihr da betrieben habt. Und den Missstand habt ihr auch gewiesen, sozusagen. Mich würde noch interessieren, habt ihr was dagegen unternommen oder irgendwas gemerkt? Also, die Hauptunternehmung ist eigentlich die, zu versuchen, große Breite zu bekommen, die effizienter sind, wodurch sozusagen mehr Gegend oder Gegend kann man nicht mal hier leben, also kann man nicht mal hier leben, das kann man nicht sein, aber auch wirklich mehr Geld abfällt, sodass sozusagen die Gehälter adäquater werden können, inklusive das Reinigen, das das ist eine der Strategien, aber die hat sich bisher eben noch nicht so richtig ausgezahlt, da war noch nicht so richtig funktioniert. Wir haben jetzt diese große Berufsschule da in Kempe, die ein Budget von 32 Millionen hat, wo wir merken, dass doch jetzt mehr Geld auf dem Konto bleibt. Also das Konto ist nicht so mehr jeden Monat, sondern es gibt jetzt plötzlich ein Konto, wo es in 6 Monaten gesehen hat. Also anscheinend müssen wir noch größere Projekte machen und dann irgendwann noch rationaler aufgesetzte Projekte, dann irgendwann gibt es vielleicht. Das andere, was wir versuchen, ist andere Akquisitionsformen, wobei wir eigentlich benutzt haben, mit irgendwie Battle zu gehen, zu Artikeln, die Portfolio-Hülle, was wir haben, wenn man irgendwas macht. Das finde ich eigentlich, da war das echt zuwider, wenn wir nicht Wettbewerb eher messen und dadurch auch letztendlich bessere Bedingungen zu haben, in adäquatere Verhandlungspositionen für so eine Arbeit zu haben.
Das Betteln finde ich ein gutes Thema, weil ich meine, die Motivation und der Schaffensdrang und die Abenteuerlust, die du vorhin als Motivation oder als Antrieb genannt hast, das sind ja eigentlich immer die besten Voraussetzungen eigentlich für eine Akquise auch. Und da wird die zweite Frage eigentlich, wie glaubst du, könnten wir uns eventuell mit der Motivation im Rücken besser verkaufen als Architekten oder wie könnten wir uns da besser aufstellen und positionieren? Ja, ich denke, das Problem der Architekten ist, dass sie halt eine kreative Berufsgruppe sind und Kreativität geht nicht zusammen mit Business-Mentalität. Also wenn man wirklich kreativ ist, wenn man sozusagen versucht, Architektur echt wirklich Architektur zu machen und das alles auszureizen, ist das diametral im Gegensatz zu einer Business-Mentalität. Also ich meine, alle anderen Berufsgruppen haben eigentlich die Jahre also im Bau, die haben eine ganz klare Priorität, das ist Geld verdienen. Also Baufirmen, die jetzt nur Geld verdienen, effizient zu verfügen. Und Architekten können das nicht, das ist ausgeschlossen, meines Erachtens, weil es steht da Kreativität auf dem Weg. Ich meine, wenn man kreativ sein will, dann muss man einfach loslassen und sich in den Prozess begeben und das kostet einfach Zeit und Zeit kostet dann natürlich doch Geld. Das ist halt die Zwickmühle. Also insofern sind auch, denke ich, auf businessorientierte Architekten dann eben doch nicht so eine gute Architekten. Es gibt dann, also wir versuchen eigentlich noch diese Gratwanderung zu finden. Also meine Kunden machen fast zum Beispiel auch gut, der natürlich auch. Selber auch wohlhabend wird mit seiner Architektur, aber auch sehr lange Zeit ausgeführt werden. Die ersten 10 Jahre, die heulen, sich die Haare gerade auf diese Schritte gelegt haben. Die ganze Geschichte kennt durch alle eben auswendig oder Kohlhaas, der schon jahrelang, jahrzehntelang nur gekämpft hat, finanziell. Ja, die haben es alle geschafft, in den Markt reinzukommen, der dann gerade so funktioniert. Aber das sind natürlich letztlich auch wiederum für die breite Masse Architekten eigentlich keine Alternative. Ne? Das ist eigentlich die Berufsbrille der ganzen Breite. Ja, verurteilt ist zu akzeptieren, dass sie halt irgendwo immer ärmer werden. Ne? Also, ich denke, das ist ein bisschen die Zukunft. Ich meine, das Wettbewerbswesen an sich ist ja auch ein sehr privilegiertes mittlerweile und da erstmal reinzukommen, ist ja auch ein gewisser Schritt, der erstmal vollzogen werden muss. Ja, ja. Was würdest du sagen, hier sitzen viele junge Architekten, die eventuell auch bald fertig sind. Wie kann man sich da positionieren oder clever positionieren? Naja, also ich meine, ich werde erstmal von uns sprechen. Und wir haben halt versucht, mit offenen internationalen Wettbewerben uns im Nahen zu machen. Und man braucht einfach eine eigene Technik. Da weiß ich nicht, was ist das jetzt hier alles so erwartet. Das ist ja natürlich unklar. Und das ist auch ganz gut, wenn man auch nicht weiß, was einer erwartet. Und wir haben einfach nur losgelegt. Wir haben einfach wie die Besenken gearbeitet und haben dann irgendwie Wettbewerbe gewonnen ab und zu und dadurch halt nachkommen können und wurden dann auch eingeladen. Und das ist für die heutige Generation immer schwerer, weil es gerade noch offen internationale Wettbewerbe gibt. Und wenn es welche gibt, dann sind die Teilnehmerzahlen noch viel größer als bei uns. Und bei uns waren schon so 800 und so eine Schätzung war auch schon öfters. Und heutzutage sind wir dann auf 1500 oder noch mehr. Und das wird halt immer ätzender. Ja, ist schwer zu sagen. Also, ich finde es recht schön. Also, ich meine, wir sind total wettbewerbsfähig und wir mögen das. Es gibt mittlerweile andere Modelle, andere Architekten, die so eine Art entrepreneurartige Strategie verfolgen. Das war nicht unser Ding. Also, man kann nur das machen, wie das man kann, aber gut finden. Also, insofern, ich finde es vielleicht auch wieder machen, wo irgendwie gut. Also, ich meine, es ist super hart, aber es ist wirklich auch. Ja, es macht wahnsinnig Spaß natürlich. Sind sonst Fragen im Raum dran? Niemand traut sich mehr. Ja. Möchtest du noch eine kleine Anekdote erzählen? Oder? Erstmal nicht, ne? Ja, wenn es soweit keine Fragen mehr sind, vielleicht sollen die auch eher in so einem informelleren Rahmen stattfinden, das können wir gerne regeln. Dann verweise ich einfach schon mal direkt runter an die Bar, wieder im Innenhof dieses Mal, freundlich unterstützt von der Kunstgeschichte, die heute ihr Sommerfest da unten auch noch feiert. Da dürfen wir mit der Bar uns anschließen. Ansonsten dir nochmal vielen Dank für den Vortrag und vielleicht entstehen ja unten oder kommen unten noch Fragen auf. Okay, danke.